Winnipeg, Kanada. Shirley und Ed Andronovich sind Stammkunden in einer Bar, nur wenige Häuserblocks von ihrem Wohnhaus entfernt. An einem Abend will Ed früher nach Hause gehen, Shirley möchte noch bleiben. Nach einem kurzen Streit geht der Mann allein nach Hause. Es ist der letzte Abend, an dem Shirley Andronovich lebt. Ed und Shirley Andronovich sind seit 20 Jahren verheiratet. Ed ist Bauarbeiter, Shirley Hausfrau. Mit ihren drei Töchtern leben sie im Fort Rouge-Viertel von Winnipeg. Sie sind wie immer zusammen ausgegangen, um einen netten Abend zu verbringen. Mein Vater ist dann nur wenige Stunden später allein nach Hause gekommen. Er war müde und wollte nicht länger bleiben, im Gegensatz zu ihr. Sie ist mit seinen Freunden noch da geblieben. Shirley verlässt die Bar gegen Mitternacht. Ich hörte, wie sie in dieser Nacht nach Hause kam. Sie war allein. Ich wusste es nicht genau, aber es war wahrscheinlich, dass sie getrunken hatte. Ed und Shirley streiten sich erneut. Ed sagt aus, Shirley habe das Haus verlassen, um sich zu beruhigen, sei aber nicht zurückgekommen. Am nächsten Morgen entdeckt ein Angestellter der nahegelegenen Highschool den toten Körper einer Frau auf dem Schulhof. Es war ein grausamer Anblick. Am Tatort waren ein paar erfahrene Kriminalbeamte, die über diese Entdeckung entsetzt waren. Durch kräftige Schläge ist das Opfer bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Inhalt einer Handtasche ist über das Schulgelände verstreut. Neben dem Körper liegt ein Scheckheft. Es gehört Shirley Andronovich. Sie kamen an die Tür und ich holte meinen Vater. Ich ging erst hinauf, wurde dann aber runtergerufen. Der Polizist sah meinen Vater an und fragte, wollen Sie es ihr sagen? Mit gesenktem Kopf verneinte er. Dann erfuhr ich von den Polizisten, dass sie meine Mutter ermordet aufgefunden haben. Shirley Andronovich wurde vergewaltigt, geschlagen und verstümmelt. An einigen Körperstellen befinden sich Bisswunden. Es scheint, als sei sie erst gewürgt und dann mit einem Betonklotz erschlagen worden. There was the destruction of the facial features and there was an obvious Ihr Gesicht war komplett entstellt und sie war ganz offensichtlich vergewaltigt worden. Es war ein grausamer Anblick. Ich bin seit 23 Jahren Staatsanwalt und habe nie wieder einen so brutal zugerichteten Körper gesehen. In einer Aussage gibt Ed Andronovich zu, Streit mit seiner Frau gehabt zu haben. Über die Geschehnisse nach ihrem Verlassen des Hauses wisse er jedoch nichts. Die Kriminalbeamten Bob Marshall und Ron Oliver beschließen, Ed Andronovich zum zweiten Mal zu verhören, um mehr über die Ereignisse der Mordnacht zu erfahren. An einer Stelle fragten wir ihn, ob er vielleicht irgendeine Ahnung hätte, wer seine Frau umgebracht haben könnte. Die Antwort schlägt ein wie eine Bombe. Ed Andronovich gesteht den Mord. Ich glaube, ich habe sie noch einmal geschlagen. Dann war sie tot oder so. Und dann? Dann bin ich in Panik geraten, habe sie ins Auto getragen und fuhr, bis ich den freien Platz fand. Er hatte tatsächlich Kenntnisse von einigen Aspekten des Verbrechens. Zum Beispiel wusste er von dem Fundort hinter der Grand Park High School.
Ich war wütend auf die Polizei, denn sie dachten, es war mein Vater. Geärgert habe ich mich auch über andere Leute, die das vermuteten. Ich wusste, dass er es nicht war. Und obwohl sie ihn kannten, haben sie es ihm zugetraut. Doch sie hätten mir ruhig glauben können, obwohl ich erst 14 war. Um ganz sicher zu gehen, verhört die Polizei Andronovic am nächsten Tag noch einmal. Und erneut gesteht er die Tat. Ed Andronovic wird des Totschlags angeklagt und kommt ins Gefängnis von Winnipeg. Ungereimtheiten im Geständnis erklärt Andronovic mit seinem übermäßigen Alkoholgenuss in dieser Nacht. Deshalb könne er sich nicht an alles erinnern. Die Polizei leitet kriminaltechnische Ermittlungen ein und wendet sich an den Geologen Dick Munro vom Winnipeg Police Department. Die Mordwaffe ist ein ca. 28 Kilo schwerer Betonklotz, der in der Nähe des Körpers gefunden wird. Viele Kanadier legen einen Betonklotz in den Kofferraum ihrer Autos, um auf Eis und Schnee die Traktion zu erhöhen. In Ed Andronovichs Kofferraum finden die Ermittler viele einzelne Betonstückchen. Dr. Ulrich W. Palke ist Leiter des Geologischen Instituts in Krefeld. Mit Hilfe verschiedener Methoden kann er Art und Zusammensetzung eines Betons bestimmen. Um Beton zu untersuchen, gibt es eine ganze Reihe von Verfahren. Zum einen sind das makroskopische Verfahren. Man schaut dann, ob die Bruchstücke, die man gefunden hat, zusammenpassen. Und dann gibt es natürlich Analysenverfahren, die wir hier im Bereich der Betonanalytik, aber auch bei natürlichen Gesteinen zur Anwendung bringen. Das ist die Röntgenuntersuchung, das ist die Geröllanalyse oder auch die Dünnschliffuntersuchung mit dem Mikroskop. Im Fall Andronovic gilt es herauszufinden, ob die Betonstückchen aus dem Kofferraum von der Mordwaffe stammen. Keine leichte Aufgabe. Beton ist, das gilt auch für viele Natursteine, ist ein sehr komplexes Materialgemenge. Und man muss halt sehen, dass man die richtige Probe entnimmt. Aus dem Betonblock selber gibt es ja nun ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann dabei auf Zuschlagstoffe geraten, auf Zement oder auf verschiedene Zemente. Und man muss sich die Sache schon sehr genau angucken, gegebenenfalls auch unter dem Mikroskop sehr genau angucken, um zu wissen, welchen Bereich man beprobt, um dann auch später die Röntgendiagramme vergleichbar zu haben. Ich denke, das ist entscheidend, die Art der Probenahme. Die Mordwaffe war rau, ein abgebrochenes Stück Beton. Wir haben wie bei einem Puzzlespiel das passende Stück dazu gesucht. Doch Munro kann kein passendes Stück finden. Als nächstes schickt die Polizei Fotos von den Bisswunden des Opfers an den rechtsmedizinischen Odontologen Dr. David Sweet nach Vancouver. Ed Andronovichs künstliches Gebiss wird ebenfalls zur Untersuchung geschickt. Es stellte sich die Frage, ob jemand mit einem komplett künstlichen Gebiss im Ober- und Unterkiefer in der Lage ist, menschliches Fleisch herauszubeißen. Spuren von kräftigem Knirschen an Andronovichs Gebiss beweisen den guten Sitz und die mögliche Kraftentfaltung der Zähne auch zum Herausreißen von menschlichem Fleisch. Dr. Sweet führt eine metrische Untersuchung am Zahnersatz durch. Die gemessene Breite und Wölbung des Gebisses vergleicht er mit den Bisswunden an Shirley Andronovichs Körper. Doch Dr. Sweet findet nur wenig Gemeinsamkeiten. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns alle gefragt, ob wir die richtige Person haben. Zumindest stellte ich mir diese Frage. Während der Autopsie haben die Rechtsmediziner die Stellen um die Bisswunden herum abgetupft, um mögliche DNA-Spuren zu sichern. Die Tupfer werden dann in ein befeuchtetes Filterpapier eingerollt. Färbt sich das Papier weiß, sind Überreste von Speichel nachgewiesen. Anhand des Speichels kann dann die Blutgruppe der jeweiligen Person festgestellt werden. Wir hatten ein neues Verfahren namens ELISA, mit dem wir Speichel den Blutgruppen A, B oder 0 zuordnen konnten. ELISA ist eine Analysemethode, die auf Basis von Enzymen durchgeführt wird. Zuerst wird das Versuchstablett mit den Antikörpern der Blutgruppen befüllt und dann die Speichelprobe hinzugefügt.
Im Inkubator verbindet sich der Speichel mit den Antikörpern der passenden Blutgruppe. Speichel der Blutgruppe A verbindet sich nur mit A-Antikörpern. Genauso verhält es sich mit der Blutgruppe 0 und so weiter. Der ELISA-Test enthüllt, dass der Täter die Blutgruppe B hat. B ist aber nicht Ed Andronovichs Blutgruppe. Da Mr. Andronovich Blutgruppe A hat, kann der Speichel mit der Blutgruppe B von der Brust des Opfers nicht von ihm stammen. Meiner Ansicht nach kann er nicht der Mörder gewesen sein. Nach einem Mordgeständnis und 2 Monaten Gefängnis wird Ed Andronovich aus der Haft entlassen. Fühlen Sie sich heute besser? Ich habe nichts zu sagen. Sind Sie froh, draußen zu sein? Kein Kommentar. Doch warum hat er den Mord gestanden? Andronovich hatte damals ein schlimmes Alkoholproblem, als die Polizisten ihn verhörten. Auf die Frage, ob er in jener Nacht mit seiner Frau gekämpft habe, antwortete er, es könnte sein. Sie setzten ihn unter Druck und fragten, ob er sie geschlagen habe. Und er antwortete wieder, es könnte sein. Gedächtnislücken, die bei zu viel Alkoholkonsum auftreten, nennt man Blackouts. Sie entstehen, da der Alkohol die Neurotransmissionen beeinträchtigt, die im Gehirn das Gedächtnis bilden. Wenn die Blackout-Phase vorüber ist, kommt plötzlich die Erkenntnis, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Es ist normal, dass Alkoholiker Gewissensbisse bekommen, sich schuldig fühlen und einbilden, Schlimmes in der Blackout-Phase getan zu haben. Und jetzt, ohne Verdächtigen, muss die Polizei mit den Ermittlungen nochmal von vorn anfangen. Nach der Haftentlassung von Ed Andronovich hat die Polizei im Mordfall Shirley Andronovich keinen anderen Verdächtigen. Ich bin jeden Tag denselben Weg zur Schule gegangen, den sie gegangen war. Man lebt in Angst, denn da draußen läuft jemand herum, der in der Lage ist, solch ein grausames Verbrechen zu begehen. Die Mordwaffe ist ein 28 Kilo schwerer Betonklotz. Der Geologe Richard Munro vermutet, der Klotz sei ein Stück dieser Betonabsperrungen, wie sie auf Parkplätzen verwendet werden. Er schätzt das Alter auf 5 Jahre. Munro fährt zum Tatort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Gegen Mitternacht erscheint er dort, um dieselbe Situation anzutreffen wie zur Tatzeit. Am Leichenfundort fragt Munro sich nach dem Tathergang. Wenn das Opfer erst gewürgt und dann bewusstlos war, was geschah danach? Woher stammt der Betonklotz? Dann entdeckt Munro eine beleuchtete Stelle ungefähr 150 Meter weit entfernt. Im Lichtkegel findet er einen Betonklotz. Und knapp 3,5 Meter entfernt noch einen weiteren. Beide ähneln der Mordwaffe. Offensichtlich lieferte die Helligkeit dieser Stelle dem Mörder die Möglichkeit, in der Dunkelheit das Tatwerkzeug zu finden. Um seine Theorie zu bestätigen, muss Munro beweisen, dass die Mordwaffe und die gefundenen Betonstücke des Schulgeländes vom selben Betonklotz stammen. Dazu führt der Geologe eine petrographische Untersuchung durch. Petrographie bezeichnet die Bestimmung von Mineralien. Beton besteht aus Sand, Zement, Wasser und kleinen Steinen, die in Formen, zum Beispiel zu Parkabsperrungen, gegossen werden.
Trocknet diese Mischung, hat sie eine individuelle Anordnung, die bei jedem Betonklotz anders ist. Beim Vergleich der Mordwaffe mit den Betonstücken vom Schulgelände stellt Munro fest, dass sowohl die Mischung als auch die Verteilung der Steine identisch sind. Die Stücke passten genau. In einem gebrochenen Klotz befinden sich normalerweise Sand und auch Kiesel. Die Bruchstelle ist uneben. In diesen Bruchstellen suchst du nach kleinen Steinen im Beton und versuchst, sie zusammenzufügen. Und es passten nicht nur einige, sondern einfach alle zusammen. Munro vermutet Fingerabdrücke auf der Mordwaffe. Doch Abdrücke von einer porösen Oberfläche wie Beton zu nehmen, ist besonders schwierig. Das ist so, als ob Fingerabdrücke auf den Spitzen eines Nagelbetts sitzen. Das interessante Material befindet sich auf einer sehr, sehr dünnen Oberfläche. Mit verschiedenen Methoden versucht Munro, verborgene, noch nicht sichtbare Fingerabdrücke zu finden. Jedoch ohne Erfolg. Vom Grundsatz her ist es gar nicht so einfach, Fingerabdrücke auf Beton festzumachen. Es gibt verschiedene Methoden, die aus Amerika kommen. Und die bekannte Methode ist das des Superglue-Fuming, was wir aber nun selber im Hause nicht durchführen. Es geht dabei darum, den latenten Fingerabdruck, also die Stoffe, die beim Berühren von der Hand abgesondert werden, zu diagnostizieren und sichtbar zu machen. Beim sogenannten Superglue Fuming wird Klebstoff verdampft, der Cyanoacrylat-Ester enthält. Der Gegenstand mit einem vermeintlichen Fingerabdruck kommt zusammen mit einem Tropfen Klebstoff in eine Kammer und wird bis zu 6 Stunden erhitzt. Der verflüssigte Klebstoff produziert Dämpfe, die sich auf biologischem Material absetzen, wie zum Beispiel dem Fett der Finger. Unter Laserstrahlen leuchtet das biologische Material und zeigt ein deutliches Bild vom Abdruck. Jetzt führt Munro den gleichen Versuch mit der Mordwaffe durch. Er legt den Betonklotz mit dem Klebstoff in eine luftleere Kammer. Doch das Cyanoacrylat hat die gleiche Farbe wie der Betonklotz. Um einen Abdruck zu sehen, muss Munro eine Chemikalie finden, die sich sichtbar auf dem Cyanoacrylat festsetzt. Nach mehreren Versuchen findet der Geologe mit Sudan Black ein biologisches Färbemittel, das funktioniert. Und tatsächlich findet Munro einen Fingerabdruck vom Mörder, auch wenn er ziemlich verschmiert ist. Unter den gegebenen Umständen war das zu erwarten, denn mit dem 28 Kilo schweren Betonblock wurde wiederholt auf das Opfer eingeschlagen. Er wurde als Rammbock benutzt und ist in den Händen des Mörders hin und her gerutscht. Und die Entdeckung der Betonklötze auf dem Schulgelände verrät noch weiteres. Es muss sich um ein Gelegenheitsverbrechen handeln und der Täter könnte den Tatort zu Fuß erreicht haben. Doch die Zeit vergeht und nichts Neues ergibt sich im Fall Andronovic. Ein Jahr nach dem Verbrechen wird noch einmal in Zeitungen und regionalen Fernsehsendern über den ungelösten Mord berichtet. Und tatsächlich verhelfen die Medien der Polizei zum erhofften Durchbruch. Ein Jahr nach dem Mord an Shirley Andronovic teilt ein Informant der Polizei mit, dass sein Zimmergenosse in der Mordnacht mit Blutflecken auf Jeanshose und Stiefeln nach Hause kam. Die beiden leben in einem Apartment gegenüber vom Tatort. Mark Jarman ist ein 29-jähriger arbeitsloser Bauarbeiter. Der Informant berichtet, dass Jarman am Tag nach dem Mord seine Kleidungsstücke verbrannt hat. Blut- und Speichelproben von Jarman werden ins Labor geschickt. Die Tests ergeben, dass Jarman Blutgruppe B hat, die Blutgruppe des Speichels, den man auf dem Opfer gefunden hatte.
Zusätzlich werden Fotos und Abdrücke der Zähne Jarmans zur Untersuchung geschickt. Mit Hilfe eines Wachsabdrucks wird ein Modell der oberen und unteren Zähne erstellt. Von diesem Modell werden Diapositive hergestellt, die die Konturen vom Biss des Verdächtigen zeigen. Jarman hat ein ganz besonderes Bissmuster, bei dem die Spitzen der oberen und unteren Zähne abgeflacht sind. Außerdem hat er ungewöhnliche Zahnlücken und mehrere abgebrochene Zähne, die nicht behandelt wurden. Nach mehrstündiger Untersuchung findet Dr. Sweet 17 Übereinstimmungen zwischen Jarmans Zähnen und den Bisswunden. Als Ergebnis meiner Untersuchung kann ich behaupten, dass die Zähne des Verdächtigen in der Tat die Bissspuren verursacht haben. Oder anders gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass seine Zähne diese Spuren verursacht haben. Letztlich hat die Polizei in der Mordnacht noch eine Einkaufsliste auf dem Schulgelände gefunden. Wegen der Größe des Areals waren sich die Ermittler aber nicht sicher, ob die Liste mit dem Mord in Zusammenhang steht. Auf der Einkaufsliste ist ein Fingerabdruck. Er stammt von Mark Jarman, der den Zettel zur Tatzeit auf dem Schulgelände verloren hat. Nach anfänglichem Leugnen gesteht Mark Jarman schließlich den Mord. Jarman sagt aus, er sei in der Mordnacht in derselben Bar gewesen wie Shirley und Ed Andronovich, habe aber nicht mit ihnen gesprochen. Zufällig sei er Shirley später in der Nähe der Schule auf ihrem Spaziergang begegnet. Sie hätten miteinander gesprochen und freiwilligen Sex gehabt. Später habe Jarman Shirley Andronovich ermordet, weil sie ihm drohte, alles ihrem Mann zu erzählen. Die Handtasche habe er entleert, um einen Raubüberfall vorzutäuschen. Doch die Ermittlungsbeamten glauben ihm nicht alles. Sergeant Dan Wran ist Blutspurexperte. Er hat die Fotos vom Tatort studiert und Widersprüche in Jarmans Geschichte festgestellt. Schlägt man mit einem Betonklotz, entsprechend der Mordwaffe, auf einen Kopf ein, spritzt das Blut bis ca. 3,5 Meter vom Kopf entfernt. Die Spritzer treffen mit mittlerer Geschwindigkeit auf den Boden. Genau diese Art der Blutspritzer entdeckt Wran auf Papierresten, die 3 bis 3,5 Meter von Shirley Andronovichs Körper entfernt lagen. Auf den Bildern vom Tatort sieht man den Inhalt ihrer Tasche verstreut herumliegen, wo sie dem Blutvergießen sozusagen ausgesetzt waren. Das beweist, dass die Tasche von Shirley Andronovich vor ihrer Ermordung durchwühlt worden ist und nicht danach. Es hat ein Kampf stattgefunden. Zuerst wurde der Inhalt der Tasche ausgeschüttet und dann wurde sie erschlagen, wodurch die Blutspritzer auf die Beweisstücke kamen. Als er mit Freunden über die Ereignisse der Nacht sprach, platzte er damit heraus, dass er eine Frau umgebracht hat. Als die Freunde nach dem Grund fragten, antwortete er, weil sie schrie, als ich sie vergewaltigte, also musste ich sie zum Schweigen bringen. Diese Aussage kommt dem wahren Geschehen in dieser Nacht wohl am nächsten. Mark Jarman wird des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine ähnlich unfassbare Brutalität hält auch im nächsten Fall eine ganze Stadt in Atem. Ohio, 1996. Zwei Jungen finden beim Angeln einen menschlichen Schädelknochen in einem See. Alle Zähne fehlen. Und weitere Spuren zeugen von unvorstellbarer Gewalt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wem gehört der Schädel und wie lange liegt er schon im Wasser? Hamilton ist eine Industriestadt im Südwesten von Ohio.
Die Region ist für ihre wunderschöne Natur bekannt. Die Einwohner genießen die Landschaft mit ihren vielen Flüssen und Bächen. Am 7. August 1996 gehen der 12-jährige Tim Lyons und sein Freund TJ Dijon zum Linden Lake fischen. Aber anstelle eines Karpfens oder Wels angeln sie etwas, das wie ein Schädel aussieht. Es ist schwer zu glauben, dass man im See den Schädel eines Menschen findet. Man geht ahnungslos fischen und angelt plötzlich einen Schädel. Einfach unglaublich. Verunsichert lassen die Jungen den Schädel am Ufer liegen. Ich weiß noch, meine Eltern haben mir nicht geglaubt. Sie dachten, ich spinne. Fast ein Tag verging, bevor wir zurückgingen, und er lag noch da. Diesmal rufen sie die Polizei. Der erste Polizist war ein ziemlicher Idiot. Wir haben ihm alles gezeigt. Er warf einen Stein gegen den Schädel und sagte, na, da habt ihr eine große Untersuchung angestoßen. Er gab uns das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. 20 Minuten später war der gesamte Polizeiapparat da. Sie hatten Boote und Taucher dabei, die im See nach weiteren Hinweisen suchten. Es war ziemlich verrückt. Die Taucher der Polizei können keine weiteren Körperteile finden. Auch eine Suchaktion in der unmittelbaren Umgebung bleibt erfolglos. Der untersuchende Rechtsmediziner stellt fest, dass der Schädel nicht lang im See gelegen hat, denn es haftet noch weiches Gewebe an ihm. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Nun, es wurde ein Schädel gefunden. Was sagt uns das? Nicht besonders viel. Jemand könnte ein Grab ausgeraubt haben und wollte die Körperteile loswerden. Oder es sind Überreste eines verstorbenen Obdachlosen, die von Tieren verteilt wurden. Es beweist jedenfalls nicht, dass ein Mord oder ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Wer ist diese Person? Wie ist er oder sie gestorben? Und wo befinden sich die restlichen Körperteile? Der Rechtsmediziner schickt den Schädel an Dr. Beth Murray vom Mount St. Joseph College in Cincinnati. Dr. Murray ist eine von 63 staatlich anerkannten Anthropologen der USA. Dieser Fall war herausfordernd, faszinierend und sehr interessant. Gleichzeitig war er aber auch der schrecklichste, an dem ich je gearbeitet habe. Dr. Murray bemerkt eine tiefe Delle auf der Schädeloberseite. Der Täter muss also mit einem Buschmesser oder einem Beil den Kopf des Opfers bearbeitet haben. Und Dr. Murray findet noch weitere Einschnitte und Kratzer, verteilt über den gesamten Schädel. Es gab Hinweise, dass jemand versucht hat, das Fleisch vom Schädel zu trennen. Bei dieser Vorstellung lief mir ein Schauer über den Rücken. Der Nasenhohlraum weist auf einen kaukasischen Typ hin. Messdaten von 2 Dutzend Schädeln bestätigen, dass der Knochen von einer Frau stammt. Professor Dr. Richard Helmer ist einer der weltweit angesehensten Anthropologen. Anhand der Verknöcherung der Schädelnähte kann er Aussagen über das Alter des Opfers machen. Die Schädelnähte sind im Fetalalter offen. Auch die Schädelknochen sind dann noch weich. Die Schädelnähte ermöglichen das Wachstum des Schädels im Kindes- und Jugendalter. Und erst mit Erreichen des Erwachsenenalters schließen sich dann in einer unregelmäßigen Zeitfolge schließlich diese Nähte. Das heißt, wir sprechen von einer Verknöcherung. Dr. Murray schätzt das Opfer jünger als 35 Jahre. Die Schädelnähte, an dem sich die Knochen verbinden, standen noch ziemlich weit auseinander. Sie fügen sich erst im Alter weiter zusammen.
Die Spuren verraten, dass jemand verschiedene Werkzeuge benutzt hat, um die Identität der Frau zu verbergen. Eine Reihe von zackigen Einschnitten deutet auf die Benutzung eines Steakmessers hin, in der Größe eines Küchenmessers. Die Schnitte verlaufen über beide Schädelseiten. Schnitte in Taschenmessergröße an den Wangenknochen deuten auf ein gewaltsames Entfernen des Kiefers hin. Und an den Augenhöhlen sind mehrere Stichwunden, die auf das Entfernen der Augen des Opfers hinweisen. Alle Zähne fehlen. Anhand einer zerstörten Zahnwurzel im Oberkiefer erkennt Dr. Murray, dass der Zahn absichtlich gezogen wurde. Hält man den Schädel im richtigen Winkel, sieht man, dass eine spitze Zange benutzt wurde. Anhand der Markierungen ist zu sehen, wo die Kneifzange zum Ziehen der Zähne angesetzt wurde. Doch Dr. Murray zögert, den Ermittlern ihre Vermutungen mitzuteilen. Ich dachte, sie würden mir nicht glauben. Also brachte ich den Schädel noch zu zwei anderen Experten, bevor ich sie anrief. Ich hatte noch nie zuvor so etwas gesehen. Ich habe schon viele Kriminelle gesehen, die versucht haben, ihr Verbrechen, ihre Gewalttat zu verbergen. Aber ich bin noch keinem begegnet, der so weit gegangen ist. Die Polizei findet heraus, dass zurzeit nur 4 Personen vermisst gemeldet sind. Darunter befindet sich die 21-jährige Tina Mott, die 2 Monate vor dem Schädelfund verschwand. Tina Mott hat einen 18 Monate alten Sohn namens Johnny. Ihr Obergeschoss-Apartment liegt an einer ruhigen Straße, das sie mit ihrem 24-jährigen Freund Tim Bradford bewohnt. Tina Mott stammt ursprünglich aus New York. Tim hat sie kennengelernt, als dieser Zeitschriften an Haustüren verkaufte. Das Paar lässt sich in Hamilton nieder, wo Tina als Verkäuferin in einem Geschäft arbeitet. Tim ist Dekorateur in einem Kunstgeschäft. Er war Mitte 20 und tat gerne die Dinge, die man in diesem Alter macht. Ausgehen, sich mit Freunden herumtreiben, zu Konzerten gehen und so weiter. Im Verhör sagt Bradford, Tina sei nach New York gefahren, um ihre Eltern zu besuchen und habe das Baby bei ihm gelassen. Doch schon bald findet die Polizei heraus, dass Tina Mott nie in New York war. Tims Mutter, Elizabeth Bradford, hat Tina als vermisst gemeldet. Zuerst hat sie sich nichts dabei gedacht, aber als sie in New York anrief und Tina nicht erreichte, wusste sie, dass etwas nicht stimmt. Tina würde nicht einfach verschwinden und ihr Baby zurücklassen. Elizabeth Bradford teilt der Polizei auch mit, dass sie sich vor dem Zorn und dem Temperament ihres Sohnes fürchtet. Mit einem Durchsuchungsbefehl öffnet die Polizei einen Schuppen, den Bradford kurz nach Tinas Verschwinden gemietet hat. Darin findet sie ein Küchenmesserset, bestehend aus 19 unterschiedlich großen Messern mit gezackten Klingen. Ein ebenfalls entdecktes Buch beschreibt, wie man jemanden mit bloßen Händen umbringt, und in einem Notizbuch stehen satanische Rituale. Tim Bradfords Mutter erzählt der Polizei, dass ihr Sohn Teufelsanbetung praktiziert. Außerdem ist Tim Bradfords Verhalten nach Tinas Verschwinden ziemlich verdächtig. Die Überwachungskamera eines Geldautomaten zeigt, wie Bradford nach Tinas Verschwinden Geld von ihrem Konto abhebt. Die Ermittler erfahren auch, dass Tim Bradford gelegentlich Drogen nimmt. Wir haben von Tinas Arbeitskollegen erfahren, dass sie wegen seiner regelmäßigen Drogeneinnahme Angst vor Tim hatte. Nun ist es durchaus denkbar, dass sein Temperament unter den Drogen schneller ausbrach, er schneller wütend wurde und sie deshalb vor ihm Angst hatte. Als nächstes durchsucht die Polizei die Wohnung des Paares. Sie führt einen Luminol-Test durch. Mithilfe dieser Chemikalie kann Blut sichtbar gemacht werden, das vorher mit Wasser oder Reinigungsmitteln entfernt wurde. Auf dem Wohnzimmerteppich entdecken die Beamten Spuren, vermutlich menschliches Blut.
Außerdem finden sie Blut auf dem Badezimmerboden, im Spalt zwischen Badewanne und Fußboden sowie in der Nähe der Toilette. Gehört der Schädel aus dem See Tinamot? Erst wissenschaftliche Beweise können hundertprozentige Sicherheit bringen. Der gefundene Schädel im Fall von Linden Lake gibt den Ermittlern Rätsel auf. Es gilt, eine Methode zu finden, um den Schädel eindeutig zu identifizieren. Die effektivste Methode ist der Vergleich der Zähne mit Röntgenaufnahmen vom mutmaßlich Vermissten. Zahnreihen sind nie identisch. Doch in diesem Fall fehlt der Unterkiefer und die Zähne am Oberkiefer wurden alle gezogen. Eine andere Methode ist die Superimpositionstechnik. Dabei wird ein Bild vom gefundenen Schädel mit dem der vermissten Person überblendet. Übereinstimmungen der charakteristischen Gesichtsmerkmale führen zum Erfolg. Andere Techniken, wie die Gesichtsrekonstruktion oder die Skulpturgestaltung, versuchen dem Schädel ein Gesicht zu verleihen. Diese Techniken haben allerdings nur 70% Erfolgsaussicht, denn die Schädelform verrät nichts über das Aussehen von Augenlidern, Mund, Lippen und Ohren. Diese Techniken werden angewendet, falls alle anderen Identifizierungsmethoden versagen sollten. Doch der Durchbruch in diesem Fall gelingt den Wissenschaftlern mit Hilfe der Genetik. Der Mörder hat vergessen, zwei im Zahnfleisch eingebettete Weisheitszähne zu entfernen. Er hat sie nicht gesehen. Als der Täter die Zähne zog, bemerkte er die Backenzähne unterhalb des Zahnfleisches nicht. So blieben sie geschützt und erhalten. Dr. Murray holt das Mark aus den Weisheitszähnen und schickt es mit einer Blutprobe von Tinas Sohn zum DNA-Test. Doch die Wissenschaftler können aus dem Zahnmark kein brauchbares DNA-Profil erstellen. Es ist möglich, dass die Zähne noch nicht entwickelt waren. Und wenn Zähne sich noch entwickeln, sind ihre Wurzeln offene Löcher. Möglich ist auch, dass winzige Zellmikroorganismen im See die Zellen des Zahnmarks verändert oder zerstört haben. Letztendlich versucht Dr. Murray selbst mit Hilfe eines chirurgischen Bohrers DNA aus dem Schädelknochen zu entnehmen. Vorsichtig entfernt sie 6 Knochenproben von der dicksten Stelle des Schädels. Mit Hilfe steriler Methoden entnahm ich den mittleren Teil des Marks, das bisher unberührt gewesen ist. Die Schädelknochenteile werden einem Mitochondrien-DNA-Test unterzogen. Dieser Test wird durchgeführt, wenn biologische Proben entweder zahlenmäßig zu gering oder zu sehr beschädigt sind. Dr. Carsten Hohoff ist DNA-Experte am Rechtsmedizinischen Institut in Münster. Dem Wissenschaftler bietet mitochondriale DNA einige Besonderheiten. Die Besonderheit der mitochondrialen DNA-Analyse liegt in der angewandten Technik. Im Gegensatz zur Kern-DNA wird hier die exakte Abfolge der DNA-Bausteine ermittelt. Und besonders auch hier ist die Vererbung, denn die mitochondriale DNA wird rein mütterlich vererbt. Die Mitochondrien befinden sich außerhalb des Zellkerns im Zellplasma. Jede Zelle beinhaltet hunderte dieser Mitochondrien. Wissenschaftler haben 2 Merkmale der Mitochondrien-DNA entdeckt, die nur von der Mutter zum Kind vererbt werden. Die Mitochondrien-DNA des Schädels und die des Blutes von Johnny Mott sind identisch. Damit beweist die Untersuchung, dass der gefundene Schädel von Tina Mott stammt. Und auf einem der langen Messer aus dem Schuppen konnten eindeutig menschliche Proteine festgestellt werden. Aufgrund dieser Neuigkeiten verhört die Polizei Tim Bradford ein zweites Mal. Ich fragte ihn, ob er jagen kann. Er sagte ja. Ob er ein Tier aufschneiden, abhäuten und dann zum Essen vorbereiten könne? Antwort ja. Ob er die Innereien eines Tieres ausnehmen könne?
Ja, er hat all das in seiner Kindheit während der Erziehung gelernt. Schließlich erzählt Tim Bradford der Polizei eine Geschichte voll unbeschreiblicher Gewalt und Horror. Bradford führt die Ermittler in ein Naturschutzgebiet, weniger als eine Meile von der Wohnung entfernt. Im tiefen Gebüsch liegen die Knochen von Tina verstreut herum. Wildlebende Tiere hatten den Körper aufgespürt und nur noch die Hälfte der Knochen dagelassen. Jeder der gefundenen Knochen war entweder mit einem Beil oder einem Messer bearbeitet worden. Bradford sagt aus, dass er und Tina in der Mordnacht Monopoly gespielt haben. Er gibt zu, in dieser Nacht Drogen genommen zu haben. Irgendwann streitet sich das Paar. Als das Temperament mit Tim durchgeht, schlägt er Tinas Nase blutig. Tina geht ins Badezimmer, um sich zu waschen, während Bradford beginnt, sein benutztes Angelgerät vom Tag zu verstauen. Bradford sagt aus, Tina sei aus dem Badezimmer zurückgekommen, um den Streit fortzuführen. Er hatte in diesem Moment ein Fischfiletiermesser in seiner Hand. Und Tim gibt zu, im nachfolgenden Handgemenge ihren Hals aufgeschnitten zu haben. Dann habe er die Wohnung verlassen. Als er zurückkommt, liegt Tinas lebloser Körper in der Badewanne. Er habe keine Erklärung, wie er dorthin gekommen ist. Bradford behauptet, er habe die ganze Nacht gearbeitet, um die Leiche zu zerstückeln. Die inneren Organe spült er die Toilette hinunter. Es ist unbegreiflich, dass ein Mensch einem anderen, den er liebt und dessen Kind er aufzieht, so etwas antun kann. Ich kann das nicht begreifen. Bradford gibt zu, alle 19 Messer bei seiner Tat benutzt zu haben. Und er gesteht, mit einer Kneifzange die Zähne gezogen zu haben, um eine Identifikation zu verhindern. Das Fleisch in Stücke zu schneiden ist hart genug, aber den Kopf abzuschneiden und ihn in den Händen zu halten, um die Zähne herauszuziehen, das ist unglaublich. In einem Rucksack und einer Mülltüte bringt Bradford die Knochen auf ein entlegenes Feld. Später sei er dann zum Linden Lake gefahren und habe den Schädel ins Wasser geworfen. Wäre der Schädel nicht aufgetaucht, der Fall wäre nie gelöst worden. Man hätte nie mit Mordermittlungen begonnen. Es wäre ein Vermisstenfall gewesen, mit einer Person, die für immer vermisst geblieben wäre. Die Einwohner von Hamilton sind völlig betäubt von diesen Neuigkeiten. Dr. Michael Osterheider ist Leiter der forensischen Klinik in Eichelborn. Die Brutalität des Verbrechens gibt ihm Hinweise auf das Verhältnis von Opfer und Täter. Die unvorstellbare Grausamkeit, Brutalität, mit der nach der Tat auch die Leiche ja quasi entsorgt, anders kann man das ja gar nicht mehr nennen, wurde, spricht eben auch dafür, dass entweder erheblich Hass und Wut hier eine Rolle gespielt haben musste oder dass, um die Hintergründe zu klären, es hier auch um die Beseitigung eines sehr gehassten Menschen gegangen ist. Tim Bradford hat keine Erklärung für den Mord und behauptet, er liebe Tina noch immer. In einem exklusiven Brief gesteht Tim Bradford den Produzenten dieser Sendung seine Schuld. Ich habe in den Augen Gottes und der Menschheit eine Gräueltat begangen, für die ich die volle Verantwortung übernehme. Meine Tat entspricht nicht meinen wahren Gefühlen für Tina. Ich habe sie wirklich von ganzem Herzen geliebt. Bradford behauptet, dass ihn die Reue über seine Tat viel mehr quält als die Gefängnisstrafe. Seit dieser Nacht quälen mich Albträume. Und wenn ich manchmal aufwache, spreche ich ihren Namen aus. Diese Träume werden mich immer verfolgen. Das sollen sie auch. Ich werde diese Last bis ans Ende meines Lebens mit mir tragen.
In diesem Fall wollte Mr. Bradford uns weismachen, dass er zwei Seiten hat. Ein Teil, der diese Frau liebt und nicht damit zurechtkommt, sie verloren zu haben und deshalb darüber reden möchte, weil er sich schuldig fühlt. Und dann der andere Teil, der sich von allen Gefühlen loslösen kann und den Körper der Person, die er liebte, in der Badewanne zerstückelt. Das ist menschlich unmöglich. Wenn er das einer Person antun kann, die er liebt, was kann er dann jemandem antun, den er nicht kennt? Tim Bradford wird wegen vorsätzlichen Totschlags und Missbrauchs einer Leiche angeklagt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Ernestine Perea wird mit einer Schusswunde tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Die Waffe liegt neben ihr. Nach der Untersuchung der Beweise sind die Beamten sicher, sie haben es mit einem Mord zu tun. Aber können die Beweise nicht auch eine andere Erklärung für das Geschehene liefern? Das Leben eines Mannes hängt von dieser Frage ab. Martin Frias reiste im Jahr 1979 illegal aus Mexiko in die Vereinigten Staaten, um Arbeit zu suchen. Frias hat Glück und findet einen Job in einer Marmorfabrik in der ländlichen Stadt Wheatland in Wyoming. Zwei Jahre später lernt er die 24-jährige Ernestine Perea kennen. Sie ist geschieden und hat eine kleine Tochter. Zusammen bekommen sie zwei weitere Kinder. Einen Jungen und ein Mädchen. Ernestine und Martin entschließen sich, zusammenzuziehen und mieten einen Wohnwagen am Stadtrand. Aber sie streiten oft. Und das meistens über unbedeutende Dinge, behauptet Martin. Am 5. Juli 1984 ist Ernestine den ganzen Tag gemeinsam mit ihren Kindern unterwegs und kommt erst gegen 22.30 Uhr nach Hause. Martin bringt die Kinder zu Bett, während Ernestine ins Schlafzimmer geht und sie schlafen legt. Frias schläft in dieser Nacht auf einem ausklappbaren Sofa im Wohnzimmer. Gegen 1 Uhr morgens wacht Frias auf. Er hört eins der Kinder weinen. Sie sagte so etwas wie, Mami, Mami, wach auf. Ich schaltete das Licht an und sah sie auf dem Boden liegen, genau dort auf dem Bettvorleger. Neben ihr lag die Waffe. Ernestine ist tot, verursacht durch eine Schussverletzung. Ich sah Blut auf ihrem Bauch und als ich mit Rainer aus dem Zimmer ging, auch Blutspritze an der Wand. Also rief ich einen Krankenwagen und auch die Polizei. Es gab keinen Hinweis auf einen Einbruch und auch nicht darauf, dass jemand anderes außer den beiden Kindern im Wohnwagen war. Das eine war 4 Jahre alt und das andere noch ein Baby. Zuerst lügt Frias und behauptet, nicht zu Hause gewesen zu sein. Frias könnte gute Gründe für seine Lüge haben. Eintragungen bei der Polizei belegen, dass der Sheriff schon des Öfteren wegen Ruhestörung alarmiert wurde. In einigen Fällen behauptete Ernestine, Martin habe sie geschlagen. Eine Untersuchung ergibt, dass sich überall auf dem Gewehr Fingerabdrücke von Frias befinden. Außerdem finden die Ermittler heraus, dass Ernestine am Tag ihres Todes mit ein paar männlichen Freunden zusammen war. Sie raufte sich im Gras und trank mit ihnen. Und offensichtlich fuhr Martin Frias zur gleichen Zeit durch diesen Park. Es ist durchaus möglich, dass er sie dabei gesehen hat. Frias sagt aus, Ernestine sei betrunken nach Hause gekommen. Tests bestätigen einen Alkoholgehalt im Blut von 2,6 Promille. Frias behauptet,
Er und seine Frau hätten sich nicht mehr verstanden und auch nicht mehr miteinander geschlafen. Wir wussten, dass die beiden Probleme miteinander hatten. Er schlief zu dieser Zeit auf dem Sofa, da er aus dem Schlafzimmer verbannt worden war. Obwohl Frias später aussagte, am Ende des Flures geschlafen zu haben, will er den Schuss nicht gehört haben. Er erzählte den Ermittlern, dass er auf dem Sofa am anderen Ende des Flures schlief. Und irgendwann in dieser Nacht, ungefähr zum Zeitpunkt des Schusses, hörte er etwas, das ihn an einen brechenden Ast erinnerte. Aber danach schlief er wieder ein. Frias behauptet, Ernestine habe Selbstmord begangen. Neben Ernestines Körper liegt ein Jagdgewehr, welches Frias gehört. Seine Fingerabdrücke befinden sich überall auf dem Gewehr. Von Ernestine werden nur Fingerabdrücke auf dem Zielfernrohr gefunden. Ihre Hose ist am Reißverschluss zerfetzt und der Knopf ist abgerissen, was auf einen Kampf hindeutet. Ernestine hat eine große Wunde im Bauch und eine sehr viel kleinere im Rücken. Da Wunden, die beim Eintritt einer Kugel entstehen, meistens kleiner sind als bei austretenden Kugeln, folgert der Pathologe, dass Ernestine in den Rücken geschossen wurde. Die Kugel verursachte beim Eindringen in den Körper eine Wunde von ca. 1 cm Größe. Sie traf den Wirbel, ging dann durch den Körper hindurch und kam vorne im Unterleib wieder heraus. Wie entscheidend die genaue Untersuchung einer Schusswunde zur Aufklärung des Tathergangs ist, weiß Dr. Christian Schümer, Rechtsmediziner an der Uni Homburg und Experte für Schussverletzungen. Die Größe einer Schussverletzung ist ein gefährliches Unterscheidungskriterium hinsichtlich der Frage, ob es sich dabei um einen Ein- oder einen Ausschuss handelt. Wir haben bei Distanzschüssen oft relativ kleine Einschüsse und dadurch, dass das Projektil am Ausschuss etwas gebremst ist und sich oft querstellt, bedeuten größere Ausschüsse. Es kann sich im Einzelfall aber auch mal andersherum verhalten. Doch auch der Befund auf Ernestines Bluse unterstützt die Mordtheorie. Auf der Innenseite der Bluse war natürlich eine Menge Blut und Gewebe, aber ich habe auch Knochensplitter gefunden und Bleireste von der Kugel, die zurückblieben, während das Projektil durch den Körper drang. Beweis genug für Dr. Stone, dass Ernestine von hinten erschossen wurde. Die Autopsie liefert dieselben Erkenntnisse. Die Ergebnisse der Autopsie bestätigten, dass die Kugel hinten eingedrungen und vorne herausgekommen ist. Außerdem finden sich keine Rückstände von Schießpulver auf der Vorderseite der Bluse. Bei einem Selbstmord hätten sie vorhanden sein müssen. Sie haben weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite der Bluse Schießpulverreste gefunden. Das stimmt mit den Ergebnissen überein, dass die Waffe mindestens 75 bis 90 cm von ihr entfernt gewesen sein muss. Frias bestreitet, seine Frau ermordet zu haben, da sein rechter Arm gebrochen war und er somit nicht mit dem Gewehr schießen konnte. Nichtsdestotrotz, Ernestines Todesursache wird als Mord bestimmt. Aufgrund der Beweise glauben die Staatsanwälte, dass Frias und Ernestine sich gestritten haben. Durch ein gewaltsames Zerren von hinten wurde ihre Hose zerrissen und die blauen Flecken an ihrem Unterleib verursacht. Als Ernestine vom Boden aufsteht, schießt Frias ihr in den Rücken. Blut spritzt aus ihrem Bauch gegen die Wand vor ihr. Durch die Wucht des Schusses dreht sich ihr Körper und sie fällt rücklings auf den Boden. Die Staatsanwälte behaupten, Frias habe das Gewehr auf dem Boden liegen lassen, damit es wie Selbstmord aussieht. Sie glauben nicht an eine Behinderung durch den Gipsverband. Es war so, als ob die ganze Welt über mir zusammenbricht. Es war ein Albtraum und ich fragte nur, warum ich? Ich war geschockt, völlig geschockt. Martin Frias wird des Mordes an seiner Frau beschuldigt. Da er sich keinen Anwalt leisten kann, weist das Gericht ihm einen Pflichtverteidiger zu. Das Büro dieses Anwalts beauftragt dasselbe Kriminallabor mit den Untersuchungen wie auch die Staatsanwaltschaft.
Im Labor haben sie Ernestines Todesursache bereits als Mord bestimmt. Frias Anwalt versucht, eine andere Erklärung für Ernestines Tod darzulegen, doch es gelingt ihm nicht. Wir hatten ein schlechtes Gefühl im Hinblick auf den Verlauf der Verhandlung. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mich vor dem Prozess mit einem Ermittler der Verteidigung namens Walt Carroll darüber unterhielt, wie schlecht die Aussichten für Martin waren. Und sie behalten recht. Die Geschworenen verurteilen Frias wegen Mordes an seiner Frau Ernestine zu 35 Jahren Haft. Doch ganz abgeschlossen ist der Fall noch nicht. Nach der Verurteilung beginnt Martin Frias Anwalt Robert Moxley, Informationen zu sammeln, um Einspruch zu erheben. Und Moxley stellt außerdem die Kompetenz des obduzierenden Pathologen in Frage. Er beginnt zu zweifeln. Der Pathologe, der den Fall untersuchte, war nicht qualifiziert. Moxley bittet Dr. Robert Lenz, einen unabhängigen Schmauchspurexperten, Ernestines Bluse zu untersuchen. Die Problematik von Schmauchspuren, insbesondere der von moderner Munition, liegt darin, dass man sie mit bloßem Auge eigentlich nicht erkennen kann. Ja, man hat oft nicht einmal die Vermutung, dass man dort Schmauch vorfinden könnte. Insofern sollte man dann verdächtige Defekte mit verschiedenen Verfahren untersuchen, die eben Schmauch nachweisen können. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, ein hochauflösendes Röntgenbild von der Verletzung zu fertigen. Es gibt andere Methoden, durch Abklatschpräparate Partikel darzustellen oder Nitrocellulose nachzuweisen, bis hin zur Rasterelektronenmikroskopie, wo ich auch die feinsten Teilchen analysieren kann. Da das Rasterelektronenmikroskop Rückstände von Schießpulver viel genauer erkennt, fand ich heraus, dass in diesem Fall das Schießpulver eindeutig mit der Kugel von vorne in ihren Unterleib eingedrungen und am Rücken ebenfalls mit ausgetreten ist. Dieses Ergebnis widerspricht den Tests vom Kriminallabor, die keinerlei Schießpulverrückstände auf der Bluse fanden. Die Tests, die im Kriminallabor durchgeführt wurden, sind veraltete chemische Tests, bei denen kleine Fehler auftreten können, bei denen somit auch kein Schießpulver gefunden werden kann. Auf einmal ist Frias Geschichte vom Selbstmord seiner Frau gar nicht mehr so abwegig. Dennoch bleibt Frias weiter hinter Gittern. Mein Leben im Gefängnis war miserabel. Ich war sehr wütend. So etwas wünsche ich niemandem, unschuldig ins Gefängnis zu kommen. Nach 2 Jahren Haft billigt das oberste Gericht von Wyoming Frias die Wiederaufnahme seines Falles. Und die Verteidigung bekommt alle Hände voll zu tun. Die Staatsanwälte ordnen die Exhumierung von Ernestines Körper zwecks einer zweiten Autopsie an. Diesmal führt der Rechtsmediziner Dr. Charles Petty die Untersuchung durch. Die Ergebnisse der zweiten Autopsie führen zum gleichen Schluss wie die der ersten. Die Kugel ist durch Ernestines Rücken eingedrungen und vorne durch den Bauch herausgekommen. Ich glaube, dass dieser Befund sowohl damals, und daran glaube ich immer noch, als auch heute beweist, dass Martin Frias Ernestine Perea erschossen hat. Doch die Verteidigung legt in der zweiten Verhandlung neues Beweismaterial vor. Ernestine war selbstmordgefährdet. Schnittwunden an ihren Handgelenken beweisen, dass sie schon des Öfteren versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Warum also nicht auch dieses Mal? Martin Frias sitzt seit 2 Jahren im Gefängnis. Er soll seine Frau Ernestine von hinten erschossen haben. Doch Narben an ihren Unterarmen zeugen von mehreren Selbstmordversuchen der Frau. Ein wichtiges Indiz für Frias Verteidiger Robert Moxley. Ich konnte anhand von ärztlichen Protokollen und diversen Berichten belegen, dass es zwischen 5 und 12 Selbstmordversuche oder Absichten gegeben hat. Und jetzt greift Moxley das Herz der Staatsanwaltschaftsanklage an.
Frias behauptete, den Schuss nicht gehört zu haben. Der Akustikexperte Dr. Harry Hollihan liefert eine Erklärung. Hollihan führt einen Test durch. Er bedeckt den Körper eines toten Pferdes mit dem Stoff von Ernestines Bluse und er benutzt das Gewehr von der Tat. Der erste Schuss aus einer Entfernung von 90 cm ist sehr laut. Als der Schuss abgefeuert wurde, erhielten wir Werte zwischen 110 und 120 Dezibel. Es klang wie ein Gewehrschuss. Aber als die Mündung auf den Stoff gedrückt wird, klingt der Schuss anders. Dieser Schuss klang nicht wie ein Gewehrfeuer, sondern vielmehr so, als ob jemand gegen ein Gebäude oder ein Möbelstück tritt. Das Geräusch war nicht sehr kraftvoll. Der Knall ähnelt dem Geräusch, das Frias in der Todesnacht seiner Frau beschrieben hat. Blutspurexperten untersuchen die Blutspritze an der Wand, die sich vom Boden aus in einer Höhe von 45 cm befinden. Für sie ist klar, dass Ernestine auf dem Boden saß, das Gewehr auf den Bauch gerichtet, als der Schuss losging. Blutspurexperten wie Dr. Mark Benecke verraten Form und Auftreffwinkel der Blutstropfen etwas über den möglichen Tathergang. Blutspritzer können sehr viel über einen Tathergang, aber auch über die Position der blutenden Person aussagen. Finden sich zum Beispiel die Blutspuren in einer Höhe, die ungewöhnlich niedrig ist, und haben die Blutspuren zusätzlich auch noch eine Form, die nicht darauf hindeutet, dass sie jetzt sehr schräg von oben aufgetroffen sind, dann muss man fordern, dass die Person sehr tief zur Zeitpunkt der Schussabgabe positioniert war. Gesessen, gekniet, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Experten kommen zu dem Ergebnis, dass Schleuderspritzer fehlen, die das Drehen des Opfers vor dem Zu-Boden-Fallen beweisen würden. Bei einer sehr massiven Blutungsquelle, die durch starke Gewalteinwirkung entstanden ist, muss man, wenn sich eine Person dreht, zum Beispiel im Fallen oder aus anderen Gründen noch, muss man erwarten, dass es auch Blutspuren gibt, die beschleunigt worden sind durch die Drehung und die deswegen auch eine ganz andere Form haben als andere Blutspuren, die zum Beispiel einfach von oben herabgetropft worden sind. Wichtig ist aber auch, dass wenn man diese beschleunigten, kreisförmig, möglicherweise insgesamt kreisförmig angeordneten Spuren nicht findet, dass die betreffende Person dann möglicherweise sich auch nicht blutend gedreht hat. Entgegen der Behauptung der Staatsanwaltschaft gibt es weder auf dem Boden, an der Wand noch auf dem Bett passende Blutspuren. Die Verteidigung plädiert auf Selbstmord. Ernestine hielt mit einer Hand die Mündung des Gewehrs an ihren Bauch, lehnte sich über die Waffe und zog mit der anderen Hand ab. Doch Fachleute im Kreise der Staatsanwaltschaft bemerken, dass etwas an dieser Theorie fragwürdig ist. Wäre die Waffe beim Abfeuern der Kugel mit dem Körper in Berührung gewesen, dann müssten noch Blutspuren oder Gewebeteilchen an der Mündung des Gewehrs vorhanden sein. Aber das war nicht der Fall. Bei Schüssen mit aufgesetzter Waffenmündung kann es durchaus aus der Einschussverletzung infolge des wirksamen Gasdruckes zu Rückspritzern kommen. Diese müssen aber nicht unbedingt zwangsläufig auf der Schusswaffe landen. Und insofern ist es nicht zwingend, dass auch auf der Schusswaffe nach einem aufgesetzten Schuss Spuren übrig bleiben. Dr. Vincent Di Maio, ein Experte für Schusswunden, untersucht im Auftrag der Verteidigung. Seiner Meinung nach zeigen die Autopsiebilder eindeutig, dass der Schuss in Ernestines Bauch ging. Beim Abfeuern einer Waffe tritt aus der Mündung eine Flamme aus, die 1400 bis 1500 Grad heiß ist. Außerdem treten Gas, Ruß und Kohlenstoff aus. Wenn die Mündung direkt an den Körper drückt, setzt sich der Ruß auf dem Körper ab und es entstehen Verletzungen durch die Flamme und das Gas.
Bei Schüssen mit aufgesetzter Waffenmündung kommt es zu einem besonderen Phänomen. Bevor nämlich das Projektil aus dem Lauf austritt, müssen sich die hochgespannten Gase einen Weg bahnen. Da nun die Waffenmündung auf der Körperoberfläche aufsitzt, ist ja kein Platz da. Und insofern werden die Gase mit einer enormen Wucht die Haut zerreißen, eine relativ große Verletzung verursachen, die dann oft größer ist als der später festgestellte Ausschuss. Zudem behauptet Dr. Di Maio, dass Ernestines Unterleib durch den Gasaustritt so stark aufgeblasen wurde, dass ihre Jeanshose riss und nicht, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, während eines Kampfes. Doch die Staatsanwaltschaft bleibt bei der Version, dass keine Schießpulverreste auf der Bluse waren und deshalb die Waffe beim Schuss mindestens 90 cm vom Opfer entfernt gewesen sei. Daraufhin präsentiert die Verteidigung die neuen Ergebnisse, die mit Hilfe des Raster-Elektronenmikroskops ermittelt wurden. Damit ist die Beweisführung abgeschlossen. In der zweiten Verhandlung müssen sich die Geschworenen nun mit zwei völlig unterschiedlichen Theorien auseinandersetzen. Die Staatsanwaltschaft behauptet nach wie vor, Martin Frias habe Ernestine in den Rücken geschossen, als diese nach einem Kampf vom Boden aufsteht. Nach dem Schuss soll sie sich gedreht haben und rücklings auf den Boden gesunken sein. Die Verteidigung hingegen behauptet, Ernestine habe am Boden gesessen und das Gewehr auf sich gerichtet. Mit einer Hand habe sie die Mündung gegen ihren Bauch gedrückt, mit der anderen abgezogen. Die Geschworenen wollen sehen, ob eine Frau in Ernestines Größe überhaupt in der Lage ist, den Selbstmord, wie beschrieben, auszuführen. Unter den Geschworenen war eine kleine Frau, die die Waffe in den Beratungsraum mitnahm, sich auf den Boden setzte und meine Theorie nachstellte. Später sagte sie, dass ihr Finger das Zielfernrohr des Gewehrs exakt an der Stelle berührte, an der Ernestines Fingerabdrücke waren. Nach 2,5 Stunden kommen die Geschworenen zu einem Urteil. Nicht schuldig. Ich stelle die Kompetenz der Geschworenen nicht in Frage. Doch in einigen Punkten war zu erkennen, dass sie nicht sicher waren, wer die richtige Meinung oder Theorie hatte. Sicherlich bestehen keine Zweifel am Rechtssystem. Aber ich denke, dass die Geschworenen Martin Frias nicht freigesprochen haben, weil sie wussten, er sei unschuldig, sondern weil sie Zweifel an seiner Schuld hatten. Die forensischen Experten, die Robert Moxley in der zweiten Verhandlung unterstützten, taten dies ohne Bezahlung. Die Experten kamen von allen Seiten auf mich zu, um sicherzugehen, dass mir jede erdenkliche Hilfe zukommt, dass ich jede Expertise bekomme, die ich benötige. Aber auch viele andere Leute haben dafür gesorgt, dass die Gerechtigkeit siegt. Martin Frias ist heute ein freier Mann, erneut verheiratet und im Gegensatz zu einem Mann im nächsten Fall nicht mehr unter Verdacht. Memorial Day 1984. An diesem Tag versteckt jemand einen Körper in einem Karton und lässt diesen einen Abhang hinuntergleiten. Die Todesursache ist Mord. Doch die Ermittler wissen nicht, wann der Mord geschah. Wissenschaftler finden wichtige Details über die letzte Nacht des Opfers. Doch reichen sie, um den Mörder zu identifizieren? An einem Sonntagmorgen entdeckt ein Fischer am Ufer des Juniata-Flusses in Central Pennsylvania einen großen Karton. In dem Karton befindet sich eine Mülltüte.
Er schob die Plastiktüte zur Seite und entdeckte den Teil eines Körpers. Er wusste nicht, ob er von einem Mann oder einer Frau stammte. Der Rumpf wird später als ein Frauenkörper identifiziert. Alles andere bleibt ein Geheimnis. Es gab keinen Hinweis darauf, wie sie gestorben ist. Oberhalb der Kiste ist das Unterholz plattgedrückt. Ein Hinweis darauf, dass die Kiste den Hang hinuntergerutscht ist. Die Kiste rutschte hinunter, nachdem sich schon der Tau auf die Blätter gelegt hatte. Dieser Punkt war entscheidend für die Festlegung der Tatzeit. Die Ermittler entdecken ein Loch im Karton, das mit Schmierfett bestrichen ist und in dem kleine Styroporteilchen kleben. Wer auch immer den Karton aus dem Kofferraum holte, er verhakte sich mit der Kiste an der Verriegelung. Ich glaube, das Loch stammt daher. Der Mörder gab sich Mühe, die Identität des Opfers zu verbergen. Er trennte Kopf, Arme und Beine ab. Dazu benötigt er viel Zeit, muss also ungestört gewesen sein. Ich habe nicht verstanden, warum jemand, der den Kopf, die Arme und die Beine verschwinden lässt, den Rest des Körpers nicht auch beseitigt. Es gibt also einen Grund, warum der restliche Körper gefunden werden sollte. Auf dem Unterleib befinden sich drei Muttermale und eine Narbe. Die einzigen Gegenstände, die der Identifikation des Opfers dienen könnten, sind eine Jeanshose und eine Gürtelschnalle mit einem Sternzeichenmotiv. Bei der Autopsie findet der Rechtsmediziner Eier von Insekten auf der Leiche und sendet diese an einen Entomologen. Entomologen beschäftigen sich mit dem Leben von Insekten. Er identifiziert die Eier als Gelege der blauen und der schwarzen Schmeißfliege, die beide in zahlreichen Gegenden der Vereinigten Staaten vorkommen. Die Besiedlung einer Leiche durch bestimmte Fliegenarten liefert forensischen Entomologen wie Dr. Mark Benecke wichtige Hinweise. Die Blue Bottle, eine blaue Schmeißfliege, und die Black Blowfly, eine schwarz gefärbte Schmeißfliege, sind beide frühe Leichenbesiedlerinnen, wo die schwangeren Schmeißfliegen schon sehr früh, nachdem ein Mensch gestorben ist, versuchen, ihre Eier auf diesem Körper abzulegen. Anhand der vorherrschenden Wetterbedingungen und aufgrund des Stadiums, in dem sich abgelegte Eier und Larven befinden, lässt sich der Todeszeitpunkt eingrenzen. Der Tod trat ungefähr zwei Tage vor der Entdeckung des Rumpfes ein. Das bedeutet, das Opfer ist irgendwann in der späten Freitagnacht oder am frühen Samstagmorgen gestorben. Aber die Todesursache bleibt weiterhin unklar. Der Rechtsmediziner findet zwar Spermareste, jedoch keinen Hinweis auf eine Vergewaltigung. Und der in Frage kommende Mann lässt sich nicht identifizieren, da es zu dieser Zeit noch keine DNA-Tests gibt. Die Polizei weiß, dass sie erst das Opfer identifizieren muss, bevor sie nach möglichen Verdächtigen suchen kann. Wir sagten von Anfang an, wenn wir herausfinden, wer sie ist, dann finden wir auch ihren Mörder. Einträge von vermissten Personen werden überprüft, doch keine passt auf die Beschreibung des Rumpfes. 7 Monate später wird die Leiche in einem namenlosen Grab beerdigt und kurz darauf vergessen. Doch das ändert sich durch einen Telefonanruf ein Jahr später. Eine Frau erzählt der Polizei, dass ihre Ex-Schwägerin, Edna Posey, seit einem Jahr vermisst wird. Sie gibt den Beamten eine genaue Beschreibung. Sie erzählte zuerst, dass Edna wegen ihrer Muttermale keinen Bikini anziehen wollte. Das erinnerte an die Muttermale auf der namenlosen Leiche. Die Anruferin berichtet, dass Edna Posey oft einen Gürtel mit einem Sternzeichenmotiv, dem Skorpion, trug. Edna Posey war eine 31-jährige alleinerziehende Mutter vom 11-jährigen Sohn Randy. Sie kannte sich bestens im Nachtleben der nahegelegenen Stadt Harrisburg aus. Sie trieb sich nachts viel rum.
führte nur kurze, instabile Beziehungen und hatte Alkoholprobleme. Für ihren Sohn Randy gab es kein richtiges Zuhause. Edna war nicht unbedingt das, was man eine liebenswerte Person nennt. Sie war eher verwegen und stürmisch. Ednas wildes Leben ist bestimmt von Männern und Alkohol. Die Männer lernt sie in Bars kennen, zieht sofort mit ihnen zusammen und genauso schnell wieder aus. Immer wieder fällt sie ins gleiche Muster zurück. Manchmal verschwindet sie sogar für mehrere Monate, ohne jemanden zu informieren. Doch Edna weiß, dass sie ihr Leben nicht unter Kontrolle hat. Deshalb bittet sie Donald Ruby, den Leiter der Pfadfindergruppe ihres Sohnes, Randy bei sich aufzunehmen. Donald Ruby hatte eine Pfadfindergruppe, die zum größten Teil aus Problemkindern bestand. Die meisten lebten allein mit ihrer Mutter. Viele der Jungen hatten Probleme. Und Donald bildete aus dieser jungen Gruppe seine eigene Truppe. Randy zieht bei Donald Ruby und seiner Frau ein. Sie behandeln ihn wie ihren eigenen Sohn. Der 42-jährige Ruby arbeitet als Maschinenschlosser und hat keine eigenen Kinder. Während viele seinen Einsatz für die Problemkinder loben, stellen andere seine Beweggründe in Frage. Nun, das hängt ganz von der Sicht des Betrachters ab. Er machte Dinge, die mich zusammenzucken ließen. Zum Beispiel küsste er die Kinder auf den Mund. Das mache ich nicht einmal bei meinen eigenen Kindern. Edna zieht in das 150 Meilen entfernte Virginia und nimmt einen Job als Zahntechnikerin an. Sie versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ednas Kollegin will aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Sie sparte Geld. In dieser Phase ging sie eine Zeit lang mit einem jungen Soldaten aus, der in einer Militärband in Virginia spielte. Sie kamen sich sehr nah und wollten zusammenziehen. Sie wollte sogar Randy zu sich holen. Die Polizei glaubt, dass Donald Ruby Angst hatte, Randy zu verlieren. Es war ganz klar, dass sie beabsichtigte, Randy wieder zu sich zu holen. Und wir glaubten, dass Donald ihn nicht als seinen Sohn aufgeben wollte. Ist das ein Motiv für Donald Ruby, Edna Posey zu ermorden? Ruby erzählt der Polizei, Edna Posey sei am Freitagabend zu ihnen gekommen, um Randy zu besuchen. Sie wollte das ganze Feiertagswochenende bleiben. Ruby und seine Frau sagen aus, sie hätten Edna am nächsten Tag zum Einkaufen im Stadtzentrum abgesetzt. Als sie Edna abholen wollen, erscheint diese nicht am Treffpunkt. Wenn man Ednas Lebensstil kannte, war es einfach zu behaupten, dass sie mal wieder beschlossen hatte, von der Erdoberfläche zu verschwinden. Ednas Sohn Randy erzählt der Polizei eine etwas andere Geschichte. Er behauptet, seine Mutter das letzte Mal gesehen zu haben, als sie ihm einen Gute-Nacht-Kuss gegeben hat. Kurze Zeit später will er ein lautes Geräusch aus dem Schlafzimmer seiner Mutter gehört haben. Er sagte, es klang, als ob jemand aus dem Bett gefallen wäre. Und Randy sagt aus, seine Mutter sei am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen. Hat der Entomologe mit seiner Todeszeitschätzung recht, dann wurde Edna Posey womöglich in dem Moment ermordet, als Randy den Krach hörte. Als die Polizei Donald Rubys Kofferraum durchsucht, findet sie dasselbe Schmierfett, das sich auch am Karton befunden hat. Und sie entdecken, dass Form und Größe des Loches mit der Verriegelung des Kofferraums von Rubys Auto übereinstimmen. Doch reichen diese Indizien aus, um Donald Ruby als Mörder von Edna Posey zu überführen?
Donald Ruby wird des Mordes an Edna Posey beschuldigt. Die Polizei erfährt beunruhigende Neuigkeiten von Rubys Verhalten gegenüber Ednas Sohn Randy. Wir hatten Zeugenaussagen, dass er Randys Intimbereiche anfasste, wenn sie vom Zelten kamen. Angeblich, um nachzuschauen, ob er irgendwelche Zecken hat. Ja, es gab einen konkreten Hinweis auf Pädophilie. Während er nach Zecken suchte, berührte er Randy intensiver zwischen den Beinen und am Gesäß, als ein Elternteil es tun würde. Der Hinweis auf Pädophilie führt die Staatsanwälte zur Behauptung, Ruby habe eine sexuelle Beziehung zu Randy. Um Edna endgültig von ihrem Sohn zu trennen, tötet er sie. Aufgrund des Schmierfett- und Styroporbefundes von dem Karton wird Ruby mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht. Drei Jahre nach Edna Poseys Verschwinden wird Donald Ruby wegen Mordes angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ednas Familie und Freunde glauben, dass ein kaltblütiger Mörder seine gerechte Strafe bekommen hat. Wie kann man so etwas tun? Wie kann man einem Menschen so etwas antun? Es war ja nicht so, dass er sie nur erschossen hätte und sie ohne Schmerzen gestorben ist. Er brachte sie auf eine ganz grausame Art um. Ich kann nicht glauben, dass ein Mensch zu so etwas fähig ist. Donald Ruby beteuert auch hinter Gittern weiterhin seine Unschuld. Er behauptet, Edna hatte unzählige zwielichtige Liebhaber, von denen sie jeder hätte umbringen können. Rubys Anwälte stellen Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren und behaupten, es gäbe keinen Beweis, dass Donald Ruby pädophil ist. Die Geschworenen seien vielmehr durch Vermutungen beeinflusst worden. Rubys Verteidiger beschließen, das forensische Beweismaterial erneut untersuchen zu lassen. Sie beauftragen Dr. Neil Haskell, einen der besten forensischen Entomologen des Landes. Dr. Haskell untersucht die Eier und Larven von Edna Poseys Körper. Fliegen legen Eier, aus denen sich zuerst die Larven und später dann die Fliegen entwickeln. Als Dr. Haskell den Bericht des Pathologen liest, bemerkt er Ungereimtheiten. Der Pathologe beschreibt, er habe nur Fliegeneier auf dem Rumpf gefunden und keine Larven. Und bei der ersten Autopsie wurden die Eier vom Körper abgeschabt und in eine Petrischale gelegt. Die Abschabungen beinhalteten aber Fleischstücke und Blut. Das Vorhandensein von Fleisch ermöglicht aber, dass sich die Eier weiterentwickeln. Das führt zu Ungenauigkeiten in der Todeszeitbestimmung. Wenn Schmeißfliegen, wenn man sie von der Leiche gesammelt hat und sie später dann untersucht, längere Zeit später, wenn die in der Zeit bis zur Untersuchung noch etwas zu fressen hatten, dann wachsen sie weiter heran. Denn Schmeißfliegen im Fressstadium, also in diesem larvalen Fressstadium, werden die Nahrungsquelle gerne annehmen, werden größer werden und haben dann, wenn ich zum Beispiel die Leichenliegezeit berechnen möchte, also wie lange haben die Tiere auf der Leiche gelebt, dann haben sie natürlich ein zu hohes Alter, denn sie haben ja auch außerhalb der Leiche weiter gefressen, sind also da weiter gewachsen und die Länge stimmt jetzt also nicht mehr. Dr. Haskell untersucht die Eier von Edna Poseys Körper. Doch nach drei Jahren sind diese bereits derart ausgetrocknet, dass sie fast zu Staub zerfallen. Der Wissenschaftler glaubt, dass sich die Eier nur für kurze Zeit auf Edna Poseys Körper entwickelt haben. Das würde bedeuten, Edna Posey wurde irgendwann in der späten Samstagnacht oder am frühen Sonntagmorgen ermordet und nicht, wie zuerst angenommen, Freitagnacht. Leichenliegezeitbestimmungen anhand von Insekten haben immer eine gewisse Ungenauigkeit, weil es sich um biologische Systeme handelt. Je nachdem, wie viele Zusatzinformationen man hat, die Genauigkeit geht nie auf die Minute genau. Das geht sowieso nicht. Sie kann manchmal ganz selten vielleicht stundengenau sein. In der Regel würde aber auch das nicht der Fall sein. In der Regel bewegt man sich vielleicht im Bereich von Zeiträumen innerhalb eines Tages. Und je älter die Leiche ist, je länger das Ereignis her ist, je länger die Leichenliegezeit war, umso ungenauer kann es werden. Im schlechtesten Fall kann man nur noch die Jahreszeit bestimmen.
Der wissenschaftlich-entomologische Befund, der nun vorlag, zeigte eindeutig, dass die Todeszeit dieser Person später gewesen sein muss, als die Staatsanwaltschaft behauptet hat. Auch der meteorologische Befund weist auf Sonntagmorgen hin. Als der Fischer den Körper an diesem Sonntagmorgen findet, ist weder Tau noch Kondenswasser an den Stellen, an denen der Karton hinabgerutscht ist. Und noch ein Hinweis unterstützt die Annahme, dass der Mord später geschah. Der Pathologe berichtet, dass sich zum Zeitpunkt der Autopsie noch Spermien in Ednas Körper bewegten. Sperma bleibt aber maximal 24 Stunden nach dem Tod eines Menschen in dessen Körper beweglich. Donald Ruby hat für den ganzen Samstag und Samstagnacht aber ein Alibi. Und so wird Ruby nach 6 Jahren Haft die Wiederaufnahme seines Verfahrens genehmigt. Rubys Verteidiger legen ein weiteres überraschendes Beweisstück vor. Die Spermien aus Ednas Körper wurden einem DNA-Test unterzogen und enthüllen eine interessante Theorie über ihre letzte Nacht. Diese neuartige Form des DNA-Tests gab es bei der ersten Verhandlung noch nicht. Der Test enthüllt, dass die Spermien-DNA von 3 verschiedenen Männern stammt. Donald Rubys ist nicht darunter. Es gibt also 3 Personen, die noch 24 Stunden vor der Entdeckung ihres Körpers Sex mit ihr hatten. Wir konnten diese Fakten in der Verhandlung einsetzen, indem wir die Annahme formulierten, dass Edna wieder ihren alten stürmischen Gewohnheiten nachgegangen war, nachdem Don sie in Middletown abgesetzt hatte. Donald Ruby bleibt weiterhin bei seiner Aussage. Er behauptet erneut, Edna am Samstagmorgen zum Einkaufen in der Stadt abgesetzt zu haben. Und diesmal unterstützen die Beweise Rubys Geschichte. Seine Anwälte vermuten, dass wohl einer oder mehrere der nicht identifizierten Männer Edna umgebracht haben könnten. Oh, das war eine klare Andeutung der Verteidigung. Sie hat eindeutig darauf angespielt, dass einer der Männer, der Edna mitgenommen hat, der Mörder sein könnte. Einen weiteren neuen Hinweis stellt die Expertise von Dr. Haskell dar. Seiner Ansicht nach ist die ursprünglich genannte Todeszeit nicht korrekt. Aufgrund der unsachgemäßen Sicherung des entomologischen Beweismaterials ist die Bestimmung der ursprünglichen Todeszeit falsch. Wenn man die Larven nicht zum Zeitpunkt der Sammlung sofort entweder mit einer sehr hochauflösenden Kamera fotografiert oder in Alkohol wirft oder einfriert, entwickeln sich die Tiere einfach weiter. Und dann hat man, wenn man die Leichenliegezeit zurückberechnen will, eine falsche Körperlänge, ein falsches Alter der Tiere und daraus resultiert dann auch eine falsche Leichenliegezeitberechnung. Haskell behauptet, Edna Posey sei entweder in der späten Samstagnacht oder am frühen Sonntagmorgen gestorben und nicht, wie ursprünglich behauptet, Freitagnacht. Und auch Randy entlastet Donald Ruby. In der ersten Verhandlung behauptete Randy, in der späten Freitagnacht lauten Krach aus dem Schlafzimmer seiner Mutter gehört zu haben. Aber 8 Jahre später hat Randy daran keine Erinnerung mehr. Randy konnte sich überhaupt nicht mehr an den Krach erinnern. Wir fragten ihn danach, doch die Geschehnisse waren für ihn nicht mehr präsent. Also entfiel der Punkt mit dem Krach als Zeugenaussage. Die Verteidigung erklärt außerdem, dass das Loch im Karton von mehreren anderen Autos stammen könnte. Sowohl das Schmierfett als auch die Verriegelung des Kofferraumdeckels gibt es tausendfach. Nach 9 Tagen Verhandlung und einer 6-stündigen Beratung befinden die Geschworenen Donald Ruby für nicht schuldig. Ein Urteilsspruch, der Ednas Freunde und Familie irritiert. Es war ein Schock. Sie hatten diesen Fall bewiesen und auf einmal verwerfen sie alles, sodass jetzt ein Mörder frei herumlaufen kann.
Ich denke, dass viele Leute in dieser Gegend so denken, insbesondere die, die gegen ihn ausgesagt haben. Wie soll ich sagen, es gibt viele Dinge, die man erst zu schätzen lernt, wenn man sie verloren hat oder für eine Zeit lang auf sie verzichten muss. Man lernt durch Erfahrung und sollte nie versuchen, eine Jury zu verstehen. Niemals. Ich weiß nicht, was die Geschworenen sich gedacht haben. Doch sie haben ihre Entscheidung getroffen und ich muss damit leben. Offiziell ist der Fall zwar jetzt abgeschlossen, die Betroffenen werden ihn aber nicht vergessen. Sollte jemand Angst vor Mr. Ruby haben? Nun, praktisch jeder, der Kinder hat. Ich behaupte nicht, ein Experte in Sachen Pädophilie zu sein, aber als Laie bin ich der Meinung, die Katze lässt das Mausen nicht. Ich bin überzeugt, dass Don Edna nicht umgebracht hat. Er hätte vielleicht einen Grund gehabt, aber er hat es nicht getan. Wer sie getötet hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Don es nicht war. Bereits kurz nach seiner Verhandlung verlässt Donald Ruby die Stadt und niemand weiß, wo er heute lebt. Nicht einmal seine Anwälte. Ich bekam noch im selben Jahr einen Brief von ihm. Darin dankte er mir, dass ich zu seinen Gunsten ausgesagt habe. Und er teilte mir mit, dass er in Zukunft ein Herz für Fliegen haben wird. Dr. Robert Van Hook und seine Kollegen glauben, dass es sich um ein seltenes Gift handeln könnte, das bei normalen Labortests nicht überprüft wird. Ein Spezialtest bestätigt die Vermutung einer Thalliumvergiftung. Thallium ist ein hochgiftiges Metall, das bis 1972 als Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt wurde. Professor Thomas Daldrup kennt die besonderen Tücken dieses Giftes. Wenn es nicht bekannt ist, dass Thallium aufgenommen wurde, ist es fast unmöglich, in den Anfangsphasen allein aufgrund der Symptomatik auf Thallium zu kommen. In der Regel ist der erste Verdacht einer Thalliumvergiftung tritt erst dann auf, wenn plötzlich die Haare, die Kopfhaare beispielsweise, aber auch alle anderen Körperhaare massiv ausfallen. Wenn Thallium in den Körper eindringt, greift es Nervenenden und Muskeln an und tötet diese ab. Dabei kann es zu Wahnsinn, Lähmung, Koma oder sogar zum Tod kommen. Die ersten Symptome einer Thalliumvergiftung sind Übelkeit und Erbrechen. Wenn die Dosis sehr hoch war, kommt es eigentlich auch am selben Tag, also noch zeitnah auch zu schweren Herzschäden und damit kann auch der Herztod eintreten. Vielfach ist aber die Dosis, die eingenommen wird, nicht so hoch, dass ein schneller Tod eintritt. Dann kommt es nach diesen erst lokalen Symptomen des Magen-Darm-Traktes, dann oft erst nach Tagen zu Veränderungen der Psyche, zu Nervenschädigungen und eben halt auch zu Herzschädigungen. Tests ergeben, dass das Thallium in Peggys Körper 50-fach höher dosiert ist als maximal verträglich. Es gibt kein bekanntes Heilmittel oder Gegengift. Nach wenigen Tagen werden auch Peggys Stiefsohn Travis und ihr leiblicher Sohn Dwayne mit einer Thalliumvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Es fühlt sich so an, als ob man mit nackten Füßen auf 1000 Nägel tritt. Ein starker, dauerhafter Schmerz. Wie konnten sich Peggy und die Jungen mit Thallium vergiften? War es ein Unfall oder wollte sie jemand umbringen? Peggys Zustand verschlechtert sich. Nachdem ihr alle Haare ausgefallen sind, fällt sie ins Koma. Gesundheitsbeamte suchen verzweifelt nach der Herkunft des Thalliums. Sie überprüfen, ob die Orangenbäume am Haus der Cars mit Thallium besprüht wurden und testen die Trinkwasserquellen in der Gegend. Doch nirgends wird Thallium gefunden. Weiterhin werden Luft- und Staubproben im Haus der Cars genommen und über 400 Gegenstände zur Untersuchung ins Labor geschickt. Freunde erzählen der Polizei, die Familie hätte vor einigen Monaten einen anonymen Drohbrief erhalten.
Er war an Pai K gerichtet, wobei der Name Pai falsch geschrieben war. Du und deine sogenannte Familie habt 2 Wochen Zeit, um aus Florida zu verschwinden. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Das ist kein Witz. Die Polizei hat Pai K. in Verdacht. Er hat den Drohbrief nicht erwähnt und ein außereheliches Verhältnis. Zudem war er nicht da, als Peggy krank wurde und zögerte später, sie ins Krankenhaus einzuliefern. Wir haben tief in Pai K.'s Vergangenheit gewühlt, seine Freunde, Familie und Arbeitgeber überprüft und seine Bankkonten und Versicherungsverträge. Eben alles, was ihn dazu veranlassen könnte, seine Frau zu vergiften. Wir dachten, dass Pai etwas damit zu tun hat. Er verhielt sich merkwürdig und geheimnisvoll. So, als ob er etwas zu verbergen hätte. Pfarrer Bob Grant hat Pai und Peggy vermählt. Ich hörte die Gerüchte, dass er etwas damit zu tun hat. Deshalb legte ich meinen Arm um seine Schultern und sagte, Pai, du weißt, dass ich nicht so denke. Zerbrich dir nicht den Kopf, befreie dich davon. Doch das schien seinen Kummer nur noch zu vergrößern. Alle Familienmitglieder unterziehen sich vorsorglich einem Thalium-Test. Die Ergebnisse sind überraschend. Peggys Tochter Sissy und ihr Kind Casey haben ebenfalls Thallium im Körper, genauso wie Pai. Die einzige aus der Familie, bei der man kein Thallium findet, ist Pais Tochter Tammy. Als das Labor die Gegenstände aus Cars Haus untersucht, wird endlich klar, woher das Thallium stammt. Aus ein paar leeren Getränkeflaschen. Ich erhielt einen Anruf aus dem Jacksonville-Labor. Mit einem spezifischen Test hatten sie herausgefunden, dass 3 leere Cola-Flaschen unterschiedliche Mengen an Thallium enthielten. Die Polizei findet in Cars Haus noch 3 volle Cola-Flaschen. Diese werden sofort zur Untersuchung an das FBI-Labor in Washington geschickt. Die Farbe der Cola war ganz normal. Äußerlich konnte ich nicht erkennen, ob daran herumgepfuscht worden war. Die Flaschen wurden in Tampa, Florida, abgefüllt. Auch andere Flaschen aus derselben Produktion werden überprüft. Sie sind aber völlig in Ordnung. Auf den vollen Cola-Flaschen aus Cars Haus findet das FBI keine Fingerabdrücke. Aber unter einem Elektronenmikroskop mit 100-facher Vergrößerung entdeckt das FBI winzige Kratzspuren an den Verschlusskappen. Ein Hinweis, dass sie vorsichtig entfernt wurden. Bei einem Verfahren namens Flammenatomabsorptionsspektroskopie verfärbt sich die Flamme grünlich. Ein Hinweis darauf, dass sie Thallium enthält. Tests ergeben zudem, dass jede Flasche mehr als 1 Gramm Thallium enthält. Das reicht, um einen Erwachsenen zu töten. Diese Thallium-Mischung ist speziell, denn normalerweise lässt die Zugabe von Thallium Getränke übersprudeln, verfärbt diese und bildet Satz auf dem Flaschenboden. Doch diese Mischung löst keine dieser Reaktionen aus. Wissenschaftler brauchen Monate, um eine identische Mischung zu erzeugen. Für das FBI ist offensichtlich, dass hier kein Amateur am Werk war. Die Person, die den Giftanschlag verübt hat, muss differenzierte Chemiekenntnisse haben und weiß, wie man Verschlusskappen professionell entfernt und wieder anbringt. Der Täter muss intelligent sein und wird für die Ermittler schwer zu überführen sein. Als Peggy K. ins Koma fällt, sehen die Ärzte kaum Chancen, sie zu retten. Ihr Sohn und ihr Stiefsohn sind ebenfalls ernsthaft vergiftet, befinden sich aber auf dem Weg der Besserung.
Pies Tochter Tammy ist die einzige in der Familie, die keine Thalliumvergiftung hat. Sie behauptet, nichts von der Cola genommen zu haben, da sie nur Diätprodukte trinkt. Da auch in Pies Körper Thallium gefunden wird, ist er nicht länger verdächtig. Ohne einen weiteren Verdächtigen wird das FBI gebeten, ein psychologisches Profil des Giftmörders zu erstellen. Für uns sind das Morde aus persönlichen Gründen. Das ist häufig so. Es gibt eine starke persönliche Motivation für den Mord. Oft besteht eine enge Verbindung zwischen Täter und Opfer. Der Profiler vermutet, der Giftmörder sei sehr intelligent. Ein Weißer in den 30ern, der Konflikte ohne direkte Konfrontation mit seinem Gegenüber löst. Er liest gerne über Mordfälle, schaut sich gewalttätige Filme an und fantasiert über das Morden. Es ist ein eher passiver Typ und ein feiges Verbrechen. Er braucht seinem Opfer nicht in die Augen zu schauen. Er hat eine ähnliche Persönlichkeit wie ein Bombenleger. Das FBI rät der Polizei, die Nachbarn zu verhören, denn sie vermuten, der Täter kennt den Lebensrhythmus seiner Opfer. Nur so konnte die vergiftete Cola unbemerkt ins Haus kommen. Die einzigen Nachbarn sind Dr. Diana Carr, die jedoch nicht mit den Cars verwandt ist, und ihr Mann George Triple. Diana Carr ist Magister der Chemie, Medizinerin und ausgebildete orthopädische Chirurgin. Ihr Mann George ist freiberuflicher Autor für eine Computerzeitschrift. Beide sind hochintelligent und Mitglieder der Mensa, einer Organisation für Höchstbegabte, der nur 2% der Bevölkerung angehören. Diana Carr und Peggy hatten eine Woche vor Peggys Vergiftung einen heftigen Streit. Sie fluchte über meine beiden Brüder, weil sie im Garten Musik hörten. Sie sollten die Musik ausschalten. Meine Mutter hatte genug, weil sie nur schrie und fluchte. Sie ging mit den Worten, sie hätte ihr nichts mehr zu sagen. Sie wurde sehr wütend, drehte sich um und ging in ihr Haus. Sie sagte, das ist noch nicht vorbei. Als die Polizei George Triple fragt, warum jemand Peggy Carr und ihre Familie vergiften würde, antwortet er, damit sie hier verschwinden. Diese spontane Antwort des Nachbarn erinnert an einen Satz in dem Drohbrief, den Pi Carr vor einigen Monaten erhalten hat. Da der Brief nicht publik gemacht wurde, kennen nur die Familie, die Polizei und der Täter den Inhalt. Das Schreiben fordert die Carrs auf, Florida zu verlassen. George Triple ist vorbestraft. Mitte der 70er Jahre wurde er wegen des Betreibens eines illegalen Amphetaminlabors verhaftet. Die Drogenfahnder bezeichneten ihn damals als den cleversten Chemiker weit und breit. Am 3. März 1989 stirbt Peggy Carr, 4 Monate nach ihrer Vergiftung. Nun gab es einen Mordfall. Der Sheriff beauftragt die Agentin Susan Gorick mit diesem Fall. Sie soll sich als verdeckte Ermittlerin in die Mensa-Gruppe einschmuggeln, der George Triple und Diana Carr angehören. Eine Erfahrung, die sie in ihrem Bestseller Poison Mind beschreibt. Unter einem Decknamen nimmt Susan Gorick an einem Mensa-Murder-Mystery-Wochenende teil. Die Veranstaltung über mysteriöse Morde wird von George und Diana geleitet. Vor dem Wochenende sprach ich mit den FBI-Beamten aus der Abteilung Verhaltensforschung ab, welche Person und welches Verhalten ich George Triple vorspielen sollte. Die Teilnehmer bekommen auf der Veranstaltung Unterlagen über Mordszenarien, die George Triple zusammengestellt hat. Eins handelt von einem Giftmord. Voodoo-Anhänger glauben, dass psychische Beschwörung töten kann, aber keiner zweifelt, dass Vergiften tödlich ist. Auch andere Unterlagen der Veranstaltung weisen Parallelen zu dem Mordfall auf. Bei einer schriftlichen Morddrohung vor der Haustür werfen vorsichtige Menschen ihre Lebensmittel weg und passen auf, was sie essen. Meistens ist so etwas eine Drohung, die besagt, ich mag dich nicht, verschwinde von hier.
Im Anschluss an das Wochenende nähert sich Susan Gorick George Treeple. Er ist sehr intelligent, vielleicht etwas exzentrisch. Viele würden ihn als seltsam bezeichnen. Da ich viel Zeit mit ihm verbracht habe, konnte ich ihn näher kennenlernen. Er ist sehr nett und hat seine guten Seiten, aber ich habe auch sehr teuflische Seiten gesehen. In ihrer Rolle als Undercover-Agentin ist Susan Gorick ständig im Einsatz. Sie trifft Treeple mehrmals, in der Hoffnung, einen Hinweis auf seine Verwicklung in den Giftmord zu bekommen. Sie schafft es, sein Vertrauen zu gewinnen. Ein Jahr nach Peggy Carrs Tod ziehen George und seine Frau Diana um. Sie vermieten ihr altes Haus an Georges neue Freundin Susan Gorick. Sie zieht bereits ein, bevor das Paar alle Sachen ausgeräumt hat. Und mit ihr kommen die Ermittler der Mordkommission. Ich habe Tatortspezialisten und andere Beamte mitgebracht und wir durchsuchten das komplette Haus. Auch der Werkstattschuppen von Treeple wird durchsucht. Wir schickten alles aus seinem Schuppen zur Untersuchung an das FBI-Labor. In einem der Fläschchen entdeckt das FBI Thallium. Von allem, was wir fanden, war dies das einzig wirklich handfeste Beweismittel. So ein Verbrechen ist nicht wie eine Schießerei, bei der man nach einer Waffe und Kugeln sucht. Oder wie eine Messerstecherei, wo das Messer wichtig ist. Ein Giftmord ist etwas völlig anderes. Anschließend durchsucht die Polizei das neue Haus der Treeples. Sie finden einen Schnellhefter mit gesammelten Vergiftungsanleitungen. Ein Artikel behandelt Tod durch Gift. Ein anderer beschreibt die Verwendung und Wirkung von Thallium. George Treeple wird wegen Mordes an Peggy Carr und versuchten Mordes an der gesamten Familie verhaftet. Die Polizei glaubt, er sei wegen der lärmenden Kinder wütend auf die Familie gewesen. Als der Drohbrief keine Wirkung zeigt, wendet Treeple sich einer effektiveren Methode zu. Er besorgt sich ein paar Cola-Flaschen und entfernt vorsichtig die Verschlusskappen. Mit seinen umfangreichen Chemiekenntnissen wählt er bewusst ein Gift aus, für das es kein Heilmittel oder Gegengift gibt und das in Routine-Labortests nicht entdeckt wird. Die kleinen Kratzer, die beim Wiederverschließen an den Verschlusskappen bleiben, sind mit bloßem Auge nicht zu sehen. Treeple wartet, bis seine Nachbarn das Haus verlassen und bringt die Colaflaschen zur Veranda der Cars. Es erweckt den Anschein, als habe jemand aus der Familie sie dort vergessen. Dieses Vorgehen wird in den Unterlagen des Murder-Mystery-Wochenendes empfohlen. Bei einer schriftlichen Morddrohung vor der Haustür werfen vorsichtige Menschen ihre Lebensmittel weg und passen auf, was sie essen. Meistens ist so etwas eine Drohung, die besagt: Ich mag dich nicht. Verschwinde von hier. Die Familie Carr erinnert sich, beim Abendessen Cola getrunken zu haben. Pai Carr trank Bourbon, den er aber mit einem Schuss Cola mixte. Pais Tochter Tammy trinkt nur Diät-Cola und ist deshalb die einzige, die nicht vergiftet wird. Am meisten hat Peggy von der Cola getrunken und sie hatte deshalb die höchste Thalliumkonzentration im Körper. Obwohl sie sofort ins Krankenhaus eingeliefert wird, können ihr die Ärzte nicht mehr helfen. Sie fällt ins Koma und stirbt 4 Monate später. Auch die beiden Jungen sind vergiftet worden, überleben den Anschlag jedoch. Ich würde sagen, es war ein sehr wissenschaftlicher Fall. Nur dank der Wissenschaftler konnten wir in den leeren Flaschen das Thallium finden. Dann mussten wir weitere Tests bei Coca-Cola machen.
Und dank der FBI-Technik entdeckten wir die Kratzer auf den Verschlusskappen. Mit einem Vergrößerungsglas waren sie nicht sichtbar, aber auf der Vergrößerung vom FBI waren sie klar erkennbar. Und schließlich war George Treeple wissenschaftlich sehr bewandert, wie man an seiner Literatursammlung sehen konnte. Treeples Anklage stützt sich auf Indizien. Seine kriminelle Vergangenheit als leitender Chemiker einer illegalen Amphetaminproduktion belastet ihn. Die in einem Gespräch mit der Polizei benutzte Formulierung aus dem Drohbrief ist ein weiterer Hinweis. Dazu kommt die Murder-Mystery-Veranstaltung mit dem Thema Vergiftung, die in seinem Schuppen gefundene Flasche Thallium sowie die diversen Thallium-Gebrauchsanleitungen. Der Fall beruhte auf Indizienbeweisen. Das war alles, was wir hatten. Und deshalb sind wir bei diesem Fall so vorgegangen, dass wir jede andere Person als Täter völlig ausschließen konnten. Die Verteidigung behauptet, dass es keinen Beweis für Manipulationen an den Verschlusskappen gibt. Und auch Fingerabdrücke sind weder an den Colaflaschen noch an dem Thalliumbehältnis zu finden. Treeples Anwalt spricht von begründeten Zweifeln. Die Beweise könnten genauso gut Diana Carr belasten, die einen Magister in Chemie besitzt. Doch nach nur 6 Stunden kommen die Geschworenen zu einem Urteil. George Treeple wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Sue Snow bereitet sich auf einen langen Arbeitstag vor. Morning, Haley. How you doing? Tochter Haley muss gleich zur Schule. Sie ist spät dran und steigt noch schnell unter die Dusche. Well, I hope you know it. Wegen des laufenden Wassers hört Haley nicht, als ihre Mutter plötzlich zusammenbricht. Es ist eine Tragödie und ein medizinisches Rätsel. Der Fall hält die ganze Welt in Atem. Susan Snow ist leitende Angestellte bei einer Bank und Mutter von 2 Töchtern. Sie hat vor kurzem erneut geheiratet und ist in ihrer Heimatstadt Seattle sehr bekannt. Susan Snow ist 40 Jahre alt und bei bester Gesundheit, als sie zusammenbricht. Ich bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Ihre Augen waren offen und nach innen gerollt. Ihre Finger waren ganz steif und sie sah sehr verängstigt aus. Sue Snow ist bewusstlos, als sie in das nahegelegene Krankenhaus gebracht wird. Kurz nach der Einlieferung stirbt sie. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, woran sie gestorben ist. Sie dachten, sie wäre vielleicht hingefallen und hätte ihr Genick gebrochen. Es gab nur Vermutungen. Auch, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt hatte. Dr. Corinne Flinier führt die Autopsie durch und versucht, die Todesursache herauszufinden. Der erste Teil der Autopsie ergab, dass die Todesursache nicht anatomischer Natur war. Das heißt, es gab keinen klaren pathologischen Befund, der Miss Snows Tod erklärte. Dr. Flinias Assistentin bemerkt etwas Eigenartiges. Es ist nicht sichtbar, aber irgendetwas an der Leiche riecht ungewöhnlich. Als Jeanette Miller die Brusthöhle von Sue Snow öffnet, nimmt sie einen schwachen Geruch von bitteren Mandeln wahr. Das ist ein Hinweis auf Zyankali. Ein Gift, das von einer anderen Person vielleicht nicht entdeckt worden wäre. Die aus dem Zyankali freigesetzte Blausäure können nur wenige Personen riechen. Ich gehe von etwa 20% der hiesigen Bevölkerung aus. Manche meinen 50%, ist jedenfalls nur ein Teil der Bevölkerung, die es riechen kann, ist offensichtlich genetisch bedingt. Das Zyankali muss jedoch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Toxikologen wie Professor Dr. Thomas Daldrup wenden dafür spezielle Testmethoden an. Eine Blutprobe wird mit einer Säurelösung vermischt und ein Reaktionspapier dazugegeben.
Bei Susan Snows Blutprobe verfärbt sich das Reaktionspapier blau. Der Beweis für eine Blausäurevergiftung. Cyankali ist das Kaliumsalz der Blausäure. Die Blausäure ist der giftige Anteil in Cyankali. Wenn dieses Salz geschluckt wird, wird die Blausäure im Magen, im sauren Magen freigesetzt, wird sehr schnell vom Körper aufgenommen, geht ins Blut, blockiert dort in allen Organen die Sauerstoffversorgung und nach führt es dazu, dass alle Organe ihren Dienst versagen. Cyankali ist ein schnell wirkendes Gift. Der Tod kommt bereits wenige Minuten nach der Einnahme. Doch auf welche Art und Weise hat Susan Snow Cyankali eingenommen? Ihre Zwillingsschwester Sarah liefert einen wichtigen Hinweis. Am Tage von Sus Beerdigung sucht sie in der Küche nach einem Medikament gegen Kopfschmerzen und entdeckt dabei etwas Verdächtiges. Sue und ich nahmen immer Excedrin-Tabletten. Als ich in die Küche ging, um das Excedrin zu holen, fand ich Kapseln. Sie nahm nie Kapseln. Labortests bestätigen Sarahs Befürchtungen. In den Excedrin-Kapseln befindet sich Cyankali. Sarah Webb hätte die vergifteten Kapseln beinahe auch genommen. Die Familie verdächtigt Sus neuen Ehemann Paul Webking, das Cyankali in die Kapseln gefüllt zu haben. Er war sehr gereizt und machte hin und wieder blöde Witze. Das war seine Art, mit der Situation umzugehen. Doch ich fand das eigenartig. Ich bin ganz anders damit umgegangen. Webking hat bereits drei Ehen hinter sich und hatte Sue erst 6 Monate zuvor geheiratet. Er arbeitet als Fernfahrer und ist finanziell längst nicht so erfolgreich wie seine Frau. Kurz vor der Hochzeit entdeckte Sue, dass Paul sich mit einer früheren Freundin trifft. Sue wusste es. Sie hatten viel Streit deswegen. Schließlich sagte er, gut, ich werde sie nicht mehr treffen. Lass uns heiraten. So heirateten sie und 6 Monate später war sie tot. Paul Webking gibt zu, es sei seine Idee gewesen, Kapseln statt Tabletten zu kaufen. Doch mit der Manipulation der Kapseln habe er nichts zu tun. Der Hersteller von Excedrin geht kein Risiko ein und zieht unverzüglich das extra starke Excedrin aus allen Geschäften zurück. Gesundheitsbeamte befürchten, der Tod von Sue Snow bleibt kein Einzelfall. Die Öffentlichkeit wird alarmiert. In Auburn, Washington, extra strength Excedrin capsules are being pulled from the store shelves. Die Nachrichten im ganzen Land berichten über den Fall von Sue Snow und ihrer Blausäurevergiftung durch die Excedrin-Kapseln. Stella Nickel, eine 42-jährige Frau aus Seattle, wird durchs Fernsehen aufmerksam. Ihr 52-jähriger Ehemann Bruce ist 2 Wochen zuvor gestorben. Die Autopsie besagt, er sei durch ein Emphysem und damit eines natürlichen Todes gestorben. Doch seine Frau und ihre Freunde sind davon nicht überzeugt. Jeder, von dem ich gehört habe, dass er an einem Emphysem leidet, war nicht in der Lage zu arbeiten oder irgendetwas zu tun ohne eine Sauerstoffflasche. Bruce aber hat gearbeitet und trug dabei eine schwere Ausrüstung. Er hat am Tag vor seinem Tod und sogar am Tage seines Todes gearbeitet. Stella Nichols Ehemann hatte kurz bevor er starb ein paar Excedrin-Kapseln eingenommen. Sie rief die Polizei an und sagte, dass ihr Mann vor einigen Wochen gestorben ist und Excedrin-Kapseln genommen hatte, mit der gleichen Artikelnummer wie die Excedrin-Kapseln, die Sue Snow töteten. Ein Polizeibeamter fährt zu Stella Nickel, um die Schachteln mit den Excedrin-Kapseln zu holen. Sie bittet ihn, die Kapseln auf Cyankali untersuchen zu lassen. Yes, it certainly was. Well, I assure you, we're checking everything.
Stella Nickel bewirkt auch, dass der Pathologe den Fall ihres Mannes wieder aufnimmt und sein Blut auf Cyankali testet. Diese Untersuchung wurde bei der ersten Autopsie nicht gemacht. Das Reaktionspapier in Bruce Nickels Blutprobe färbt sich blau. Auch er ist an einer Blausäurevergiftung gestorben. Weitere Untersuchungen ergeben, dass auch die restlichen Excedrin-Kapseln aus seinem Haus mit Cyankali versetzt sind. Währenddessen verhört die Polizei Sue Snows Ehemann, Paul Webking. Er konnte aggressiv sein und Sues Familie kam nicht damit zurecht, dass er kurz nach Sues Tod wieder geheiratet hat. Sie wollten ihm die Schuld für alles geben. Um seine Unschuld zu beweisen, will Webking freiwillig einen Lügendetektortest machen. Es gab genug Indizien, die den Verdacht auf Paul Webking lenkten. Er selbst wollte den Lügendetektortest beim FBI machen und bestand ihn. Danach war er nicht mehr verdächtig. Nachdem Webking entlastet ist, befürchtet die Polizei nun, es mit einem hinterhältigen Mörder zu tun zu haben. Sue Snow und Bruce Nickel sind unabhängig voneinander nach der Einnahme von Cyankali vergifteten Excedrin-Kapseln gestorben. Alle zurückgezogenen Excedrin-Kapseln werden untersucht. Auf Röntgenbildern wird das Cyankali bei den manipulierten Kapseln als dunkle Flecken sichtbar. In Geschäften werden zwei weitere Packungen mit Schmerzmitteln gefunden, die mit Cyankali vermischt wurden. Weltweit berichten Zeitungen, Radio und Fernsehen von der Entdeckung der vergifteten Kapseln in Seattle. Alle manipulierten Excedrin-Kapseln werden zur Untersuchung an das FBI-Labor in Washington, D.C. geschickt. Auf den Packungen der Kapseln gibt es keine Fingerabdrücke. Jede manipulierte Kapsel enthält 700 Milligramm Cyankali. Das ist viermal stärker als eine tödliche Dosis. Zusätzlich findet das FBI in den Kapseln merkwürdige grüne Kristalle. Die grünen Kristalle werden mit einem Massenspektrometer untersucht, das die chemischen Bestandteile einer unbekannten Probe identifizieren kann. Die Kristalle werden verflüssigt und ihre Moleküle durch einen Energieelektronenstrahl in kleinste Einheiten zerlegt. So lässt sich jede einzelne Substanz in den Kristallen nachweisen. Die grünen Kristalle bestehen aus vier bekannten Chemikalien: Atrazin, Diclon, Monuron und Simazin. Mit diesen Chemikalien bekämpft man Algen in Fischaquarien. Ein FBI-Chemiker sucht in allen Fachgeschäften seines Wohnviertels nach einem Algenbekämpfungsmittel, das aus denselben Chemikalien besteht. Bei der Überprüfung hunderter Produkte fällt ihm ein Algenbekämpfungsmittel besonders auf. Die grün gepunkteten Tabletten werden Algenzerstörer genannt. Sie bestehen aus den vier Chemikalien, die mit dem Cyankali in den Kapseln gefunden wurden. Das FBI hat keine Erklärung, warum diese Chemikalien dem Cyankali beigemischt wurden. Es leitet die Entdeckung aber den Ermittlern in Seattle weiter. Einer dieser Beamten erinnert sich an einen interessanten Zufall. Als er bei Stella Nickel die Excedrin-Kapseln holte, hat er im Wohnzimmer ein Aquarium gesehen. Ist es möglich, dass Stella Nickel etwas mit dem Tod ihres Mannes und dem von Sue Snow zu tun hat? Das FBI geht mit einem Bild von Stella Nickel in 57 verschiedene Zierfisch- und Tiergeschäfte. Tom Noonan erkennt Stella Nickel und erinnert sich, ihr dieses Algenbekämpfungsmittel verkauft zu haben.
Das FBI fragte mich, ob ich mich daran erinnere, dieses Produkt verkauft zu haben. Ich sagte ja, und dass ich ihr wie jedem anderen Käufer erzählt habe, dass die Wirkung der Tabletten größer ist, wenn man sie zerbröselt. Sie lösen sich oft im Aquarium nicht auf und können deshalb nicht richtig wirken. Das heißt, die Algen im Aquarium nicht effektiv bekämpfen. Ich glaube, sie hatten sie sehr im Verdacht. Sie wussten, dass Stella und ihr Umfeld etwas mit Sue Snows und Bruce Tod zu tun hatten. Aber sie wussten nicht, wer was wie getan hat und wie sie es beweisen sollten. In Bruce Nichols Lebensversicherung steht, dass Stella zusätzliche $100.000 bekommt, falls ihr Mann durch einen Unfall tot stirbt. Diese Versicherung betrachtet Tod durch Vergiftung als Unfalltod. Ob Stella jemals finanzielle Probleme erwähnte? Nun ja, denn sie war Lehrerin und arbeitete schon länger nicht mehr. Sie waren ziemlich knapp bei Kasse. In der Tat haben die Nichols ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Erst kürzlich ist ihnen der letzte Mahnbescheid für ihre Hypothek und andere Darlehen zugestellt worden. Nur 5 Tage vor Bruce Tod schrieb Stella Nichol eine Reihe von Briefen an ihre Gläubiger. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, dass meine Rückzahlungen seit langem fällig sind, aber das hat seinen Grund. Ich habe Eheprobleme, die jedoch bald gelöst sein werden. Bruce ist nicht mehr zuständig. Künftig werde ich Ihnen mindestens $500 im Monat zahlen. Stella Nichol. Bei der Überprüfung der Lebensversicherung fällt dem Schriftsachverständigen Lee Wegener etwas Verdächtiges auf. Bruce Nichols Unterschrift auf dem Antrag für die Lebensversicherung ist ungewöhnlich. Die Buchstaben N und K sind anders geschrieben. Der erste Bogen vom N beginnt hier, ungefähr auf der Hälfte, während das N bei Bruce sonst oben anfängt. Zudem krümmen sich die unteren Bögen der Unterschrift bis unterhalb der Linie. So sehen die authentischen Unterschriften von Bruce nicht aus. Die Handschrift ähnelt jedoch der von Stella Nichol. Die Ermittler glauben, dass Stella die Unterschrift ihres Mannes auf den Versicherungsunterlagen gefälscht hat. Doch Geld ist nicht das einzige mögliche Motiv. Stella und Bruce Nichol gingen oft mit Freunden in Bars und Lokale. Das änderte sich, als Bruce eine Entziehungskur macht und aufhört zu trinken. Nach einer Weile hatte sie genug davon. Sie wünschte sich ein anderes Leben. Denn sie sah sich mit ihren 42 oder 43 Jahren immer noch als eine begehrenswerte Frau. Sie wollte raus und gesehen werden und Bruce hielt sie zurück. Sie ging oft in Bars und flirtete mit vielen Männern. Sie hatte auch einen Freund. Es machte nicht den Eindruck, als würde sie an ihrem Mann sehr hängen. Oft konkurriert Stella sogar mit ihrer Tochter Cindy um dieselben Männer. Das FBI verhört Cindy und erzählt ihr von den Indizienbeweisen gegen ihre Mutter. Cindy brach zusammen und sagte: Ja, meine Mutter hat Bruce ermordet. Ich bin mir sicher, wir haben darüber gesprochen. Meine Mutter war unglücklich in ihrer Ehe und sie wollte das Geld haben. Cindy sagte, wir wollten mit dem Geld von der Versicherung ein Keramik- und ein Fischgeschäft eröffnen. Meine Mutter sprach davon, einen Killer für Bruce anzuheuern. Cindy erzählt dem FBI auch, dass sich ihre Mutter in einer Bibliothek über Gifte informiert hat. In der Kartei der Bibliothek findet sich Stellas Unterschrift. Sie hat sich ein Buch mit dem Titel Deadly Harvest, tödliche Ernte, ausgeliehen, das verschiedene Vergiftungsmethoden und deren Auswirkungen beschreibt. In dem Kapitel über Cyankali-Vergiftungen werden Stellas Fingerabdrücke gefunden.
Die Ermittler haben nun genug Indizienbeweise, um Stella Nickel des Mordes an ihrem Mann anzuklagen. Und die Ermittler finden heraus, warum Stella auch Sue Snow getötet hat, obwohl die beiden sich nicht kannten. Im Frühling 1984 hat Stella Nickel genug von ihren finanziellen Problemen und dem langweiligen Leben mit ihrem Mann Bruce. Sie will ihren Mann umbringen und die Versicherungssumme kassieren, die sich im Fall eines Unfalltodes um $100.000 erhöht. Sie entscheidet sich für Cyankali, aber sie ist unvorsichtig und mischt das Gift in derselben Schüssel, in der sie zuvor die Algenvernichtungstabletten zerstampft hat. Nachdem sie das Cyankali in die Kopfschmerzkapseln gefüllt hat, stellt sie das Döschen zu den anderen Medikamenten ihres Mannes. Bruce hat chronische Kopfschmerzen und nimmt fast jeden Tag Schmerzmittel. Der Rechtsmediziner stellt bei der Autopsie von Bruce Nickel fälschlicherweise fest, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Dieser Fehler kostet Stella die $100.000, die sie im Falle eines Unfalltodes zusätzlich erhalten hätte. Stella braucht also einen Grund für eine erneute Autopsie ihres Mannes. Also beschließt sie, noch jemanden zu vergiften, um den Eindruck zu erwecken, ein Cyankali-Mörder läuft frei herum. Sie präpariert weitere Kapseln und stellt 3 Schachteln mit Cyankali-haltigen Schmerzmitteln in die Regale von 2 Geschäften in ihrem Wohnort. In einem der Geschäfte kauft die Familie Snow die Kapseln. Eines Morgens nimmt Sue Snow vor der Arbeit 2 Kapseln aus der Dose. Sie stirbt kurz darauf. Als bei der Autopsie von Sue Snow Cyankali entdeckt wird, hat Stella Nickel endlich einen Grund, um die erneute Autopsie ihres Mannes zu beantragen. Glücklich einmal mit Mord davongekommen, riskiert sie es ein zweites Mal. Aber das FBI entdeckt in dem Cyankali die winzigen grünen Kristalle des Algenvernichtungsmittels und findet heraus, dass Stella in der Bibliothek Vergiftungsmethoden recherchiert hat. Die gefälschte Unterschrift ihres Mannes unter dem Versicherungsvertrag rundet die Anklage gegen Stella Nickel ab. Das Cyankali, das Algenvernichtungsmittel und auch die Schüssel, in der die tödliche Mischung hergestellt wurde, bleiben verschwunden. Nach 4-wöchiger Verhandlung wird Stella Nickel des Mordes in 2 Fällen für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Es ist der 22. November 1983. Am frühen Morgen ist ein Krankenhausangestellter unterwegs zur Arbeit. Auf einem abgelegenen Weg macht er eine schreckliche Entdeckung. Es ist der weltweit erste Fall, in dem eine DNA-Analyse auf die Fährte des Mörders führt. Narborough ist ein kleiner Ort in England mit rund 6000 Einwohnern. Hier wohnt die 15-jährige Linda Mann. Sie ist ein Teenager, geht gerne zur Schule und hat einen großen Freundeskreis. An einem kalten Novemberabend will Linda zu Freunden, die etwas außerhalb von Narborough wohnen.
Als sie um Mitternacht immer noch nicht zurück ist, rufen ihre besorgten Eltern die Polizei. Am nächsten Morgen findet man ihre Leiche halbnackt an einem Weg, der im Ort als der Schwarze Weg bekannt ist. Der Polizeibeamte David Baker wird zum Tatort gerufen. Sie war nur noch halb bekleidet, ihre Jeans war ausgezogen. Die Unterwäsche lag verstreut herum. Es war eine kalte Nacht und der Schal, den sie umhatte, wurde benutzt, um sie zu erwürgen. Sie wurde brutal angegriffen und sexuell missbraucht. Am Tatort findet man keine verwertbaren Beweise. Doch die Autopsie liefert wichtige Hinweise über den Tathergang. Es gab keine Verletzungen im Intimbereich und sehr wenige an anderen Körperstellen. Also wurde wenig Gewalt angewendet und sie starb vermutlich schnell. Das bedeutet, dass sie erst erwürgt und dann vergewaltigt wurde. Die Samenprobe, die man Lindas Körper entnimmt, ist ein wichtiges Beweismittel. Der Samen stammt von einer Person mit der Blutgruppe A und einem Phosphoglucomutase 1-Plus-Enzym. Doch dieses Merkmal haben 10% aller Männer Englands. Da man Lindas Körper nur einige hundert Meter entfernt von einer psychiatrischen Anstalt findet, wird vermutet, der Mörder sei Patient dieser Anstalt. Für mich sah es nicht so aus, als wäre es ein psychiatrischer Patient aus der Anstalt gewesen. Ich vermutete eher, dass es jemand war, der ein ganz normales Leben führte, vielleicht mit Familie. Jemand, dessen Freunde und Verwandte ihn als einen völlig normalen Menschen kannten. Für ein Dorf in Aberroe ist es sehr ungewöhnlich, dass ein Fremder jemanden aus dem Hinterhalt überfällt und auf einem Fußweg ermordet. So etwas gab es dort einfach nicht. Die Polizei befragt hunderte Personen. Die Polizisten führten eine sehr umfangreiche Ermittlung durch, denn Morde gab es dort so gut wie nie. Die Dorfbewohner sind sehr verängstigt. Vor allem die jungen Frauen haben große Angst, weil die Polizei noch nicht gefasst hat. Ich schließe jetzt immer die Hintertür ab, wenn ich alleine zu Hause bin. Linda Mann wird auf einem Friedhof begraben, der nicht weit vom Tatort entfernt ist. Die Polizei überwacht die Beerdigung und nimmt die Anwesenden auf, um zu prüfen, ob sich jemand verdächtig verhält. Es kommt oft vor, dass ein Verbrecher zum Tatort zurückkehrt oder an einem Ereignis teilnimmt, das in Zusammenhang mit dem Verbrechen steht. Es war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Dieses Plakat soll dem Gedächtnis der Leute auf die Sprünge helfen. Aber es hilft nichts. Die Untersuchung zieht sich über ein Jahr hin. Ohne jegliche Augenzeugen, verwertbare Anhaltspunkte und mit vielen falschen Spuren geraten die Ermittlungen bald in eine Sackgasse. Nach 1 bis 2 Wochen gibt es bei den meisten Ermittlungen keine heiße Spur mehr. Es ist sehr schwierig. Wir leiden darunter. Ja, wir hoffen, dass es vorwärts geht. Und dass der Mörder ihrer Tochter gefasst wird. Das Einzige, was sie noch kriegen konnten, war Gerechtigkeit für ihre Tochter. Doch selbst das war nicht gesichert. Es ist immer frustrierend, wenn man keine Antwort auf seine Fragen bekommt. Man kontrolliert sich ständig, ob man nicht etwas übersehen hat und versucht zu erraten, was als nächstes passiert. 3 Jahre nach der Ermordung von Linda Mann hat sich das Leben in dem kleinen Dorf Narborough wieder normalisiert. Bis zum Nachmittag des 31. Juli 1986. Die 15-jährige Schülerin Dawn Ashworth, die halbtags in einem Zeitungsladen arbeitet, ist auf dem Weg nach Hause. Anstatt über die Hauptstraße zu gehen, nimmt sie eine Abkürzung über den 10 Pound Lane, einen dicht bewachsenen Fußweg. Als Dawn bis 21.30 Uhr noch nicht zu Hause ist, rufen ihre Eltern die Polizei. Wieder wird ein Teenager vermisst. Wir alle hofften und beteten, dass es keine Fortsetzung von Linda Manns Fall ist. 2 Tage später findet die Polizei Dawn Ashworths nackten Körper auf dem Gras vor einem dichten Gebüsch.
Sie liegt keine Meile von der Stelle entfernt, wo Linda Mann vor 3 Jahren ermordet wurde. Genau wie Linda Mann ist auch Dawn Ashworth erwürgt und sexuell missbraucht worden. Dawn hatte ziemlich deutliche Verletzungen im Genitalbereich, was auf einen sehr brutalen Überfall hindeutet. Auch die Verletzungen an anderen Körperstellen wiesen darauf hin, dass ihr viel Gewalt angetan wurde. Das wiederum bedeutet, dass sie sich gewehrt und bis zu ihrem Tod gekämpft hat. Die Samenproben, die bei Dawns Autopsie genommen werden, enthüllen, dass der Angreifer dieselbe Blutgruppe hat wie Linda Manns Mörder. Es gibt auch andere Gemeinsamkeiten. Die Verbrechen hatten ähnliche Merkmale. Beide Morde haben auf Fußwegen stattgefunden. Beide Mädchen waren noch Teenager und allein unterwegs. Beide wurden erwürgt und sexuell misshandelt. Beide stammten aus demselben Ort und die Umstände waren ähnlich. Und beide Mädchen gingen zur selben Schule. Nach dem zweiten Mord ging die Angst um, eine wirkliche Todesangst. Zwei junge Mädchen wurden ermordet und die Familien fragten sich, wer die Nächste sein würde. Den Schulmädchen wird geraten, sich immer in Gruppen zu bewegen und keinesfalls irgendwo allein hinzugehen. Dawn Ashworth Vater hatte seiner Tochter denselben Rat gegeben. Ich warnte sie immer wieder, wie gefährlich es ist, diesen Weg allein zu gehen. Wir müssen diesen Teufel finden, der meiner Tochter das angetan hat. Unserer Tochter. Und wir müssen verhindern, dass das nochmal passiert. Bei den Untersuchungen im Mordfall Dawn Ashworth gelingt innerhalb von einer Woche der Durchbruch. Zeugen berichten, sie hätten am Nachmittag des Mordtages einen jungen Mann beim 10 Pound Lane gesehen. Es ist der 17-jährige Richard Buckland, der in der Küche der psychiatrischen Anstalt arbeitet. Nur ein paar hundert Meter von beiden Tatorten entfernt. Die Polizei bringt ihn zum Verhör und er gerät sofort unter Verdacht. Denn Richard kennt Informationen über den Mord, die nicht in den Zeitungen standen. Außerdem konnte Mr. Buckland uns nicht erklären, was er an diesem speziellen Nachmittag gemacht hatte. Wenn ich diesen Fall bearbeitet hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr misstrauisch geworden. Die Dinge, die er der Polizei erzählte, seine Vergangenheit, sein Ruf in dem Dorf, er erschreckte gerne Mädchen auf ihrem Heimweg von der Schule. Nach 15 zermürbenden Stunden im Verhör gesteht Richard Buckland die Vergewaltigung und den Mord an Dawn Ashworth. Die Polizei hat endlich den Mörder. Aufgrund der Gemeinsamkeiten bei beiden Morden ist die Polizei überzeugt, dass Buckland auch Linda Mann vergewaltigt und ermordet hat. Buckland streitet dies ab. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wendet sich die Polizei an das Labor der Universität Leicester. Der Genetiker Dr. Alec Jeffries hat bei der Erforschung von Erbkrankheiten eine besondere Technik für die Erstellung von DNA bzw. genetischen Profilen entdeckt. Eine wichtige Entdeckung. Damit waren individuelle Identifikationen möglich. Man konnte Aussagen über die Abstammung treffen und Fragen der Vaterschaft klären. David Baker sagte, lass uns den Fall gegen diesen jungen Mann hieb- und stichfest machen. Wir gehen mit den Samenproben aus beiden Mordfällen zu diesem Genetiker an der Leicester-Universität, Dr. Alec Jeffries. Mit diesem neuen genetischen Fingerabdruck untermauern wir unsere Anklage. Wir werden beweisen, dass er beide Morde begangen hat, denn das hat er bestimmt. Zum ersten Mal soll ein genetischer Nachweis für einen Mordfall erbracht werden. Dr. Jeffries neue Technik zur DNA-Analyse heißt Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus, kurz RFLP. Sie erlaubt es, ein Individuum auch anhand nur geringen DNA-Materials zu identifizieren. DNA befindet sich in den meisten menschlichen Zellen, wie zum Beispiel in Blut, Sperma oder Speichel. Und sobald ein Täter am Tatort irgendeine DNA-haltige Zelle hinterlässt, sei es Sperma oder sogar nur Hautkontaktspuren an irgendwelchen Gegenständen, haben wir eine Möglichkeit, eine Verbindung zum Täter herzustellen. Die DNA ist so etwas wie ein Computerprogramm mit kodierten Anweisungen zur Herstellung eines Menschen.
Es gibt keine zwei Menschen, die dasselbe DNA-Profil haben, außer eineiige Zwillinge. Dr. Jeffries soll untersuchen, ob die Samen, die bei den ermordeten Mädchen gefunden wurden, mit der Blutprobe von Richard Buckland übereinstimmen. Zunächst werden die weißen Blutkörperchen von Richard Bucklands Blutprobe mit einer chemischen Lösung behandelt, um die DNA, eine klebrige weiße Substanz, zu separieren. Danach wird die DNA mit speziellen Proteinen, sogenannten Restriktionsenzymen, die wie eine chemische Schere wirken, in kleine Stücke zerlegt. Die DNA-Bestandteile werden dann mit Hilfe eines besonderen Verfahrens sortiert. Dafür wird die DNA mit einem radioaktiven Farbstoff markiert, in getrennten Bahnen auf ein Gel aufgetragen und schließlich elektrische Energie ausgesetzt. Dieses Verfahren nennt man Elektrophorese. DNA-Experte Carsten Proff ist damit bestens vertraut. Bei dem Verfahren der Elektrophorese macht man sich zunutze, dass DNA negativ geladen ist. Und man versucht mit diesem Verfahren unterschiedlich lange DNA-Fragmente, also DNA-Stücke, der Länge nach aufzutrennen. Das macht man in einem elektrischen Feld. Die DNA wandert von dem negativen zum positiven Pol, da DNA negativ geladen ist. Und je länger die Stücke sind, desto schwerer sind sie auch und desto weniger weit wandern sie. Andersherum sind DNA-Stücke, die kurz sind, relativ leicht und wandern dementsprechend weiter. Will ich also kurz und lange Fragmente auftrennen, mache ich das mit diesem Verfahren und kann hinter die unterschiedlich langen Fragmente voneinander unterscheiden. Unter ultraviolettem Licht kann man beobachten, wie der Strom die negativ geladenen Stücke durch das Gel zu den positiven Enden des Versuchsfeldes zieht. Die getrennten Bestandteile werden auf einem Röntgenbild, einem sogenannten Autoradiogramm, sichtbar gemacht. Es ähnelt einem Strichcode, der das einzigartige genetische Material eines Individuums zeigt. Dr. Jeffries hat diese Technik zum ersten Mal bei einem Immigrationsfall angewandt und danach bei einem Vaterschaftsstreit. Doch diesmal geht es um mehr. Die DNA soll einen Doppelmörder identifizieren. Linda Mann und Dawn Ashworth sind ermordet worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Mörder gefasst. Der 17-jährige Richard Buckland soll anhand seiner genetischen Spuren überführt werden. Man hat bei beiden Opfern Samenspuren gefunden, aus denen ein DNA-Profil erstellt wird. Fangen wir mit Linda Mann an. Das hier ist ein DNA-Profil von ihrem Haar. Der nächste Streifen ist eine Mischung aus Samen und Scheidenflüssigkeit von dem Opfer. Man erkennt ihr DNA-Profil und das DNA-Profil des Samens. Das nächste Opfer war Dawn Ashworth. Das ist das DNA-Profil von ihrem Blut. Ein Streifen liegt hier und ein anderer auf der linken Seite. Von den Samenspuren, die an diesem Opfer gefunden wurden, konnten zwei undeutliche Streifen erstellt werden, deren Position auf dem Autoradiogramm sehr der Position des Samenprofils in Linda Manns Fall ähnelt. Die erste Schlussfolgerung lautet, beide Mädchen wurden vergewaltigt und der Mörder ist ein und derselbe Mann. Der Hauptverdächtige Richard Buckland? Das hier ist das DNA-Profil von seinem Blut und das hier das komplett davon abweichende DNA-Profil vom Samen. Was heißt das? Beide Mädchen wurden von ein und demselben Mann ermordet, aber es war nicht der Hauptverdächtige Richard Buckland. Das Ergebnis schockiert die Polizei. Es versetzte uns einen Schlag. Sie glaubten uns nicht und das war in Ordnung. Eine gesunde Skepsis gegenüber der neuen Technologie. Selbst ich traute den Ergebnissen nicht und wiederholte den Test. Das Institut für Gerichtsmedizin führte unabhängig davon einen weiteren Test durch. Mit demselben Ergebnis, dass der Mörder nicht Richard Buckland war. Nach 4 Monaten Haft wird Richard Buckland freigelassen und somit zum ersten Menschen auf der Welt, der infolge eines DNA-Tests von einem Mord freigesprochen wird. Ich bin mir sicher, dass man ihn schuldig gesprochen hätte. Ohne diesen DNA-Beweis hätte er lebenslänglich bekommen. Es war ein bemerkenswertes Ereignis. Aber warum hat Richard Buckland den Mord gestanden? Der Druck wurde immer größer. Ich hatte keine andere Wahl. Kein Ausnahmefall.
Der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann ist schon oft mit Fällen konfrontiert worden, in dem Unschuldige sich unter Druck einer Tat bezichtigen. Was wir immer wieder erfahren, wenn Unschuldige Geständnisse ablegen, wenn sie unter Polizeidruck geraten ist, dass sie sagen, ich konnte nicht mehr, ich wollte nur noch aus der Situation raus, aus diesem Druck, wenn ich angebrüllt werde. Und ich dachte, ich gestehe das jetzt, um hier rauszukommen und danach wird es sich schon klären. Und es hat sich dann eben nicht geklärt, ihnen wurde nicht geglaubt und sie saßen dann im Gefängnis ein. Das haben wir immer wieder, dass sie einfach raus wollen aus der Vernehmungssituation, in der sie praktisch so massiv unter Druck gesetzt werden. Buckland ist nicht der Täter. Das heißt, der Doppelmörder läuft noch frei herum. Der nächste Schritt von David Baker war eine unglaublich mutige Entscheidung. Eine DNA-Fahndung. Die Polizei fordert schriftlich alle Männer zwischen 13 und 33 Jahren aus den Dörfern Narborough und Enderby auf, einen freiwilligen Blut- und Speicheltest zu machen. Diese genetische Fahndung ist mittlerweile ein gängiges Ermittlungsverfahren. DNA-Massenuntersuchungen werden immer dann gemacht, wenn ein Täter am Tatort DNA-haltiges Material, wie zum Beispiel Blut oder Sperma oder ähnliches, hinterlassen hat. Um eine Vergleichsprobe zu bekommen oder den Täter zu finden, ist es möglich, im Rahmen einer Massenuntersuchung den Täter zu finden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn die Ermittlungen darauf hinweisen, dass der Täter aus einem kleineren Personenkreis, zum Beispiel einem kleinen Dorf, oder einer Firma oder etwas Ähnlichem stammt. Ich bin mir sicher, dass sie dachten, dass der tatsächliche Mörder, falls er in einem der beiden Dörfer wohnte, versuchen würde, sich dieser Aufforderung zu entziehen. Die Polizei macht nur bei Personen einen DNA-Test, die dieselbe Blutgruppe haben wie der Mörder. Das sind rund 10%. Wir hofften so, den eigentlich Schuldigen zu finden. Mehr als 5000 Männer machen den freiwilligen Blut- und Speicheltest. Nur ein Arbeiter aus der örtlichen Bäckerei gibt keine Proben ab. Colin Pitchfork. Er ist der Polizei schon aus früheren Vorstrafen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bekannt. Er will nichts mit der Polizei zu tun haben. Also überredet er seinen Kollegen Ian Kelly, an seiner Stelle den Blut- und Speicheltest zu machen. Kelly lebt nicht in dieser Gegend, muss also keine eigenen Proben abgeben. Pitchfork tischte ihm eine Lüge auf. Er sagte, er hätte seine Blutprobe für einen anderen Mann abgegeben, der von der Polizei gesucht wird. Und Kelly glaubte ihm die Geschichte angeblich. Jeder muss sich vor dem Bluttest ausweisen. Kelly braucht also ein Dokument, mit dem er beweisen kann, dass er Colin Pitchfork ist. Gemeinsam gehen sie zu einem Fotoautomaten und machen Passfotos von Ian Kelly. Pitchfork nimmt seinen Ausweis, schlitzt die Plastikhülle mit einer Rasierklinge auf und tauscht sein Foto gegen Kellys aus. Die Polizei bemerkte nicht, dass das Bild ersetzt worden war. Sie glaubte, dass die Person auf dem Foto Colin Pitchfork war. Perfekt. Ian Kelly macht an Colin Pitchforks Stelle den Bluttest. Von den 5000 Männern, die freiwillig Blut- und Speichelproben abgeben, ist keiner dabei, dessen DNA-Profil mit dem des Mörders übereinstimmt. Was als nächstes passiert, konnte niemand voraussehen. Ein Jahr nach der brutalen Vergewaltigung und dem Mord an Dawn Ashworth trifft sich Ian Kelly an einem Sommerabend mit Kollegen in einem Pub. Das Thema der Unterhaltung ist die DNA-Fahndung. Eine junge Frau in der Gruppe hört zufällig, wie Kelly damit prahlt, seine Blutprobe im Namen von Colin Pitchfork abgegeben zu haben. Sie saß dort, hörte zu und dachte, da stimmt was nicht. So etwas macht man nicht, egal wie sehr man die Polizei fürchtet. Also rief sie die Mordkommission in Leicester an, die sich daraufhin auf Colin Pitchfork konzentrierte. Die Polizei macht Colin Pitchfork ausfindig, um ihn wegen des Bluttests und der beiden Morde zu befragen. Er gesteht nach kurzer Zeit, Linda Mann und Dawn Ashworth ermordet zu haben. Pitchfork glaubte an die Beweiskraft des DNA-Tests. Nicht, weil er mehr wusste als andere, sondern weil er es in den Zeitungen verfolgt hatte.
Er wusste, dass ein DNA-Profil genauso viel aussagt wie ein Fingerabdruck. Und als er verhaftet wurde, wusste er, dass es zu Ende war und gestand sofort. Der 27-jährige Colin Pitchfork ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau ahnte nicht, dass ihr Mann ein Serienkiller ist. Colin Pitchfork ist der letzte Mann, der für die Untersuchungen der Mann-Ashworth-Mordfälle einen Bluttest macht. Pitchforks DNA-Profil zeigt, dass er der gesuchte Mann ist. Sie nahmen die Proben von Pitchfork und verglichen sie mit den Samenproben, die bei den Opfern gefunden wurden. Alle Proben stimmten miteinander überein. Am 22. Januar 1988 wird Colin Pitchfork als erster Mensch anhand eines DNA-Profils wegen Mordes verurteilt. Er bekommt eine lebenslange Gefängnisstrafe. Wegen Betrugs und Behinderung der Ermittlungen wird Ian Kelly zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Er muss nicht ins Gefängnis. Ich habe einen Fehler gemacht. Es war der erste Fall, in dem DNA eine rechtsmedizinische Bedeutung erlangte. Die Bedeutung dieser Entdeckung ist relativ klar. Man hat neben dem normalen Fingerabdruck eine Möglichkeit, Spuren einem Täter absolut eindeutig zuzuordnen. Und die Entwicklung, seitdem Alec Jeffries das 1985 entdeckt hat, ist so rasant, dass wir heute mittlerweile aus den kleinsten Blutspuren ein DNA-Profil erstellen können. Und somit ist natürlich auch die Bedeutung dieser Person sehr, sehr hoch angesehen. Dank Alec Jeffries Entdeckung ist dieser Fall in die Geschichte eingegangen. Kalifornien. Zwischen 1985 und 1988 werden insgesamt 18 Durchreisende, Anhalter und Prostituierte erwürgt und sexuell missbraucht. Anschließend überlässt der Täter sie ihrem Schicksal in den abgeschiedenen Bergen Kaliforniens. Die einzigen Zeugen sind Insekten. Sie sind in diesem Fall das wichtigste Beweismittel. Der Täter wirkt die Frauen bis zur Bewusstlosigkeit, missbraucht sie sexuell und lässt sie dann in einer abgelegenen Gegend bei San Diego zurück. Nicht alle Opfer sterben. Sie lagen da mit aufgeknöpften und heruntergezogenen Hosen. Ihre BHs waren nach oben gestülpt und ihre Brüste entblößt. Bei einer Frau wurde der Brustwarzenring entfernt. Wir nahmen einen sexuellen Missbrauch an. Doch da sie alle bewusstlos waren, konnten wir es nicht beweisen. Betty Bass ist eines der Opfer. Sie hatte lange psychische Probleme und ist zurzeit obdachlos. Aber sie kann sich noch ganz genau an die Nacht vor 8 Jahren erinnern, als sie ein Fremder im Auto mitgenommen hat. Sie kam aus dem Motel auf dem El Cajon Boulevard und sah sich nach einer Mitfahrgelegenheit um. Ein Mann in einem silbernen Auto bietet ihr an, sie ein Stück mitzunehmen. Er hatte ein sauberes Auto, also dachte ich, dass er ein anständiger Mann ist. Ich dachte, er wäre in Ordnung. Als sie an den Bergen vorbeifahren, sagt der Mann, er müsse jetzt den Highway verlassen, um eine Toilettenpause einzulegen. Der Fahrer geht um das Auto herum und bittet Betty, ihm etwas zu reichen. Als sie danach sucht, legt er seinen Arm um ihren Hals und würgt sie. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist, wie sie ohnmächtig wird. Als sie wieder zu sich kommt, läuft sie den Hügel hoch und sucht nach Hilfe. Ich lief und lief und lief. Schließlich kletterte ich über diesen Zaun auf die andere Straßenseite. Dann kam eine Familie in einem Wohnmobil vorbei. Sie kümmerten sich um mich, legten mich in das Wohnmobil und fuhren mich ins Krankenhaus. Sie wurde genau an dieser Stelle attackiert. Kurz davor hören die Reifenspuren auf. Und man sieht Fußabdrücke. Bis hierhin, hier haben wir Teile ihrer Kleidung gefunden. Die Polizei macht Fotos von den Schuhabdrücken und den Reifenspuren. Sie findet 2 Marlboro-Zigarettenstummel und auf Betty Bass Bluse entdecken die Ermittler eine winzige rote Teppichfaser.
Die Geschehnisse erinnern an einen Überfall, der sich einen Monat früher in derselben Umgebung ereignet hat. Zwei junge Mädchen warten vor einem Restaurant in der Nähe des Interstate Highway auf eine Mitfahrgelegenheit. Ein silbernes Auto hält und ein Mann mittleren Alters bietet ihnen an, sie mitzunehmen. Wo wollt ihr hin? Wir möchten nach Tucson. Ich bringe euch bis El Centro. Klingt gut, prima. Steigt ein. Eine Fahrt, die sie nie vergessen werden. Hier ist die Polizei. Meine Freundin. Er hat sie erwürgt. Weißt du, wer er ist? Er nahm uns als Anhalter mit. Dieses Mädchen hatte Glück. Sie hat den Überfall überlebt. Ihre Freundin, von der sie annimmt, sie sei tot, wird später lebend und sehr verängstigt gefunden. Die Opfer beschreiben den Angreifer alle ähnlich. Er war ungefähr in den 40ern, hatte kurzes Haar, blond, gräulich und trug eine Brille. So haben ihn alle beschrieben. Sie nahmen jede Mitfahrgelegenheit, aber viele sagten uns, sie hätten sich wohlgefühlt, bei ihm einzusteigen. Alle Überfälle weisen noch eine Gemeinsamkeit auf. Was er zu Frauen sagte, klang wie auswendig gelernt. Es war fast immer dasselbe. Ich kann sie nur 40 Mal mitnehmen. Ich fahre nur bis nach El Centro. Er suchte sich gesellschaftlich schwache Opfer aus. Leute mit psychischen Problemen, Drogenabhängige, Obdachlose, Anhalter. Die Polizei hat eine Phantomzeichnung, ein paar Reifenspuren und Schuhabdrücke. Mehr nicht. Sie kontrolliert den El Cajon Boulevard in San Diego. Neben Prostituierten treffen sich hier auch viele Ausreißer und Durchreisende. Ganz in der Nähe ist eine Highway-Auffahrt, für Anhalter sehr praktisch. Und genau hier sind viele Opfer eingestiegen. Wir hatten eine Reihe von Opfern, die überlebt haben, aber auch Tote, von denen wir annahmen, dass ihnen das Gleiche widerfahren war. Es gab ein typisches Verhaltensmuster, dieselben Fußabdrücke, Reifenspuren und die gleiche Sorte von Opfern. Und es war immer die gleiche Stelle, wo er sie hinbrachte und liegen ließ. Die Journalisten Jay Stryker Mayer und Frank Klimko berichten für die örtliche Zeitung über die Verbrechen. Es herrschte Angst auf den Straßen. Die Frauen waren in Panik. Jeder hatte große Angst. Die Polizisten oder jemand anders fanden eine Leiche. Dann fragten sie sich, wer es war. Doch sie konnten weder den Mörder ausfindig machen, noch in manchen Fällen die Opfer identifizieren. Als die Beamten am 21. Juli 1988 zum Sheepshead Mountain gerufen werden, finden sie eine weitere Leiche. Sie ist von der Taille abwärts nackt. Sie lag auf dieser Straße. Damals gab es hier eine tiefere Mulde. Später wurde viel umgegraben. Und sie lag in einer Art Graben. Das Opfer ist schon längere Zeit tot. Ihre Haut ist braun und angegriffen von der Sonne. Ihre Beine und Füße sind mit Blut befleckt. Scheinbar hat die Frau noch gelebt, als sie in den Graben fiel, denn in der Erde sind Abdrücke, die aussehen, als hätte sie mit den Armen um sich geschlagen. Man entdeckt eine Blutspur und Abdrücke ihrer bloßen Füße, die fast einen Kilometer weit den Berg hinaufführen. Auf der Hügelkuppe finden die Ermittler ein paar Schuhe, Kleidungsstücke, verschiedene Fußabdrücke und Anzeichen eines Kampfes. Eine Fußspur führt zu einem Parkplatz. Die dortige Reifenspur sieht aus, als habe dort ein Auto gewendet und den Platz verlassen. Die Fußspuren des Opfers führen weiter ins Gebüsch. Irgendwie hat sie es geschafft, wieder hochzukommen, hier wegzugehen und dann runter auf die Straße zu gehen. Auf dem Körper gibt es winzige Anhaltspunkte. Hunderte von wurmartigen Kreaturen. Sie werden vorsichtig aufgesammelt und zur Untersuchung in das rechtsmedizinische Labor gebracht. Können diese Insekten etwas über die Stunden vor der Ermordung oder den Zeitpunkt der Ermordung verraten?
Laut Autopsie ist das Opfer gewürgt worden, doch Erdrosselung ist nicht die Todesursache. Der Tod wurde durch eine Verletzung in der Vagina verursacht. Sie hat dadurch viel Blut verloren. Das Opfer ist die 43-jährige Sandra Swick aus Florida, die auf der Durchreise war. Ihr Körper wurde in derselben Umgebung gefunden wie die Leichen anderer Opfer. Die Fundorte haben alle die gleiche Distanz zum Interstate Highway und liegen meist an einer V-förmigen Gabelung, an der der Angreifer unbemerkt parken konnte. Die Ermittler haben immer noch keinen Verdächtigen. Doch 3 Monate nach der Ermordung von Sandra Swick passiert etwas Ungewöhnliches. Als Hilfs-Sheriff Larry Daly in den Bergen Streife fährt, kommt ein Auto aus einer Seitenstraße heraus. Als ich um diese Kurve fuhr, sah ich das Auto herauskommen. Daly fährt in die Seitenstraße. Dort liegt eine Frau auf dem Boden. Sie ist bewusstlos. Ich sah das Opfer da liegen mit heruntergezogenen Hosen. Ihre Bluse lag um ihren Hals. Es sah aus, als hätte sie jemand gewürgt. Daly ruft sofort einen Krankenwagen und gibt eine Beschreibung des Autos durch. Ist das nach 3 Jahren Frustration endlich der Durchbruch, auf den die Ermittler gehofft haben? Als der Hilfs-Sheriff Larry Daly den Körper einer bewusstlosen Frau in den Bergen findet, macht er sofort Meldung. Ich habe auch die Beschreibung des Autos, das aus der Straße kam, durchgegeben. Wenig später wird dieser silberne Honda von einem Beamten angehalten. Ich habe mit einem Ungeheuer gerechnet, etwas, das vielleicht 3 Arme hat und Frauen entführt und erwürgt. Der Fahrer ist der 41-jährige Automechaniker Ronald Porter, der schon früher wegen Sittlichkeitsdelikten aufgefallen ist. Die gefundene Frau hat den Überfall überlebt und identifiziert Porter als den Angreifer. Porter gesteht diesen Überfall, aber keinen weiteren. Die Ermittler glauben seinen Aussagen nicht und vermuten einen Zusammenhang mit Sandra Swicks Mord. Um herauszufinden, ob Porter all diese Verbrechen begangen hat, bitten die Behörden von San Diego FBI-Profiler um Hilfe. Dass ein anderer Angreifer sich denselben Typ Opfer suchen würde und an fast derselben Stelle dieselben Dinge mit ihm tun würde, war unwahrscheinlich. Wir gingen davon aus, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit immer derselbe Täter war. Alle Opfer wurden an abgelegenen Stellen überwältigt und zurückgelassen. Der Angreifer muss sich bemüht haben, diese abgelegenen Stellen zu finden. Die Auswahl des Tatorts ist ein wichtiger Anhaltspunkt für Kriminalisten wie Stefan Harbort. Die geografische Lage eines oder mehrerer Tatorte kann im Einzelfall eine ganze Menge über den Täter verraten. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Auswahl einer Tatörtlichkeit nicht wahllos erfolgt, sondern abhängig ist von der Gelegenheit, der Motivation, der Mobilität und der Wahrnehmung des Täters. Die Spezialisierung des Angreifers auf einen bestimmten Frauentyp ist ein weiteres Erkennungszeichen. Er prüft sie, bevor er sie einsteigen lässt. Wenn er den Eindruck hat, er kann sein Opfer kontrollieren, nimmt er es mit. Wenn sie im Auto sind, ist es für ihn dann eine Art Spiel, sie dahin zu bringen, wo er hin will. Das FBI ist überzeugt, dass eine Person alle Verbrechen begangen hat. Die Ermittler brauchen aber Beweise, um Ronald Porter zu überführen. Wir mussten die rechtsmedizinischen Befunde prüfen und nochmal zu den Tatorten gehen. Wir hatten ihn, seine Kleidungsstücke, seine Schuhe, sein Auto und wir hatten einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung und seinen Lagerraum. In Porters Auto werden rote Teppichfasern gefunden, ähnlich denen auf der Bluse von Betty Bass. Zudem ähneln die Reifenspuren an einigen Tatorten dem Abdruck des Michelin-Ersatzreifens im Kofferraum von Porters Auto.
Als die Polizei Porters Wohnung durchsucht, findet sie Schuhe und Stiefel, deren Abdrücke mit den Abdrücken übereinstimmen, die an einigen Tatorten entdeckt wurden. Ein Walkie-Talkie in Porters Lagerraum hat einer Frau gehört, die vor einigen Jahren erwürgt und in den Bergen gefunden wurde. Auf der Bluse dieses Opfers wurde ein Samenfleck entdeckt. Eine DNA-Untersuchung ergibt, dass Ronald Porters Blut mit dem Samenfleck auf der Bluse genetisch übereinstimmt. Trotz all dieser Beweise haben die Staatsanwälte ein schwieriges rechtliches Problem. Als Porter festgenommen wird, sind viele der Überfälle bereits verjährt. Die Staatsanwälte können Porter nur wegen Mordes an Sandra Swick ins Gefängnis schicken. Doch der Mord an Swick ist, was die Beweise angeht, der schwächste Fall, den sie haben. Die Ermittler haben weder Samen, Blut noch Haare oder Fasern von Kleidungsstücken gefunden, die Ronald Porter mit dem Swick-Fall in Verbindung bringen könnten. Die Reifenspur, die am Fundort von Sandra Swick entdeckt wurde, ist zu schwach für eine Analyse. Jedoch gibt es Abdrücke von Tennisschuhen, die den Abdrücken der Tennisschuhe ähneln, die man bei Ronald Porter findet. Für Porters Anwalt haben ähnliche Abdrücke von Tennisschuhen keine Beweiskraft. Es gibt 5 Millionen Menschen, die mit ähnlichen Schuhen diese Abdrücke hinterlassen haben könnten. Die Staatsanwaltschaft steht noch vor einem anderen Problem. Sie weiß nicht genau, wann Sandra Swick ermordet wurde. Ein Pathologe kann keine exakte Todeszeit angeben. Es ist eine ungenaue Wissenschaft. Der Körper durchläuft bestimmte Phasen, anhand derer wir einen groben Zeitrahmen geben können. Doch es gibt viele Variablen, die das beeinflussen. Die Staatsanwälte brauchen mehr Beweise, um Ronald Porter wegen Mordes verurteilen zu können. Als die Beamten Sandra Swicks Leiche auf dem Sheepshead Mountain fanden, war ihr Körper schon stark verwest. Die heiße Wüstenluft und die Sonne hatten die Leiche angegriffen. Und hunderte von wurmartigen Kreaturen fraßen von ihrem verwesenden Fleisch. Es sind Maden. Die Ermittler hoffen, dass diese Anhaltspunkte über Sandra Swicks Todeszeit geben können. Rund 100 dieser Maden werden von dem Entomologen David Faulkner untersucht. Sie können einem viel über den Tatort sagen, über das Alter des Opfers und den Zustand des Körpers nach dem Tod. Und genau das ist interessant. Faulkners erste Aufgabe besteht darin, das Alter der Maden zu bestimmen. Er hat einige in Alkohol eingelegt und sie so in dem Entwicklungsstadium konserviert, in dem sie gefunden wurden. Nach einiger Zeit verpuppen Maden sich und bilden eine harte Schale. Etwa eine Woche später sind sie ausgewachsene Fliegen. Wie schnell sich die Maden zu Fliegen entwickeln, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke ist Deutschlands bekanntester Entomologe. Der Entwicklungszeitraum ist komplett abhängig von der Außentemperatur, denn diese Tiere können ihre Körpertemperatur nicht aufrechterhalten. Je wärmer es ist, umso schneller entwickeln sie sich, umso schneller leben sie, umso schneller fressen sie. Je kühler es ist, umso weniger schnell entwickeln sie sich. Es hängt aber auch von der Art ab. Also die blaue Schmeißfliege zum Beispiel hat eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit oder eine andere Verweildauer in der Puppe zum Beispiel als die schwarze Schmeißfliege. Die ausgewachsenen Fliegen kann Faulkner mit Fliegenarten vergleichen, die in der Wüste von Kalifornien vorkommen. Nach mehrstündigen Untersuchungen identifiziert Faulkner sie. Es ist die Art Sarcophaga, auch bekannt als Fleischfliege. Fleischfliegen sind auch das, was wir umgangssprachlich als Schmeißfliegen bezeichnen würden. Das heißt, auch sie ernähren sich von zersetzendem Material und auch sie versuchen, eine Leiche so früh wie möglich anzufliegen, um die meist schon lebenden kleinen Larven, also nicht nur die Eier, darauf abzulegen. Diese spezielle Fliegenart ist auch bei sehr schlechtem Wetter aktiv. Sie suchen auch bei Nebel, Regen oder bedecktem Himmel nach einem potenziellen Wirt. Andere Fliegenarten warten dagegen, bis die Sonne herauskommt oder es wärmer wird. Nachdem Faulkner nun weiß, dass es Fleischfliegen sind, kann er ihren Lebenszyklus zeitlich bestimmen. Die konservierten Maden sind in ihrem dritten und damit letzten Larvenstadium.
Wenn man sie identifiziert hat, weiß man, in welchem Stadium sich die am meisten entwickelten befinden. So kann man rückwirkend die Temperatur bestimmen, die in der Zeit geherrscht hat, und ausrechnen, wie lange dieses Insekt bis zu diesem Entwicklungsstadium gebraucht hat. Daraus leitet man ab, seit wann die Insekten auf der Leiche sind. Und das kann einem normalerweise sagen, wie lange die Person schon tot ist. Bei normalen Wetterbedingungen brauchen die Maden eine Woche bis zum dritten Entwicklungsstadium. Doch die Wetterbedingungen in der Wüste sind alles andere als normal. In der Woche, in der Sandra Swicks Leiche gefunden wurde, lag die Tagestemperatur bei durchschnittlich 33 Grad Celsius. Bei 33 Grad brauchen die Maden nur 3,5 Tage bis zum dritten und letzten Entwicklungsstadium. Zudem haben diese Fleischfliegen noch eine für die Ermittlungen wichtige Besonderheit. Sie sind nur bei Tageslicht aktiv. Fleischfliegen werden in der Regel nachts nicht fliegen, denn sie sind nicht nur auf ihren Geruchs- oder Geschmackssinn angewiesen, sondern auch darauf, ihr Nährsubstrat, in diesem Fall zum Beispiel die Leiche oder anderes sich zersetzendes Material, zu sehen. Wenn sie es nicht sehen können, können sie das Ziel auch nicht ansteuern. Das bedeutet in dem Fall, sie können auch keine Eier oder Larven auf einer Leiche ablegen. Das bedeutet, dass Sandra Swick noch lebte, als die Sonne am Sonntagabend des 17. Juli unterging. Am Montag, den 18. Juli, war sie tot. Mit dem ersten Sonnenlicht witterten die Fleischfliegen den Geruch von Swicks verwesendem Körper und legten ihre Maden auf der Leiche ab. Die Maden hätten sich nicht so stark entwickelt, wenn sie am Montagnachmittag oder Montagabend noch gelebt hätte. Die Maden der Fliegen hätten sich unter den gegebenen Wetterbedingungen nicht so weit entwickeln können. Faulkners Ergebnisse liefern den Ermittlern einen wissenschaftlichen Zeitrahmen für die Ermordung von Sandra Swick. Daraufhin überprüfen sie das Alibi Ronald Porters zur fraglichen Zeit. Porter arbeitet als Mechaniker in einem Automobil-Service-Center. Als die Polizei seine Stechkarte kontrolliert, stellt sich heraus, dass er am Sonntag, den 17. Juli, nicht arbeiten war. Porter hat kein Alibi für diesen Tag. Alles passte zusammen. Wir hatten einen Zeitraum, in dem es Ron Porter möglich war, vom Norden des Landes runterzufahren und Sandra Swick nach Osten mitzunehmen. Gestützt auf die Insektenbeweise und die Gemeinsamkeiten mit den anderen Fällen, wird Ronald Porter wegen Mordes an Sandra Swick verurteilt. Die Staatsanwälte glauben, dass Ronald Porter Sandra Swick an der Auffahrt der Interstate 8 aufgenommen hat, als sie dort auf eine Mitfahrgelegenheit wartete. Als sie mit dem Auto Richtung Osten in die Berge fahren, biegt Porter von der Autobahn ab und fährt in eine dunkle, abgelegene Straße. Vermutlich behauptet er, wie in den anderen Fällen auch, dass er eine Toilettenpause benötige. Er geht um das Auto herum und überrascht Sandra von hinten. Mit einem Würgegriff zieht er sie aus dem Auto und drosselt sie so lange, bis sie ohnmächtig wird. Er wirft sie zu Boden, zieht ihr die Kleider aus und misshandelt sie sexuell mit seiner Hand. Dann geht er zurück zum Auto und fährt. Einige Zeit später kommt Sandra Swick wieder zu Bewusstsein. Völlig benommen, verwirrt und mit stark blutenden Verletzungen läuft sie barfuß durch die Dunkelheit. Nach fast einer Meile bricht sie zusammen. Sie verblutet an der Verletzung, die Porter ihr zugefügt hat. Anhand der Entwicklungsstadien der Maden können die Staatsanwälte Angaben zur Todeszeit liefern. Die Maden sind die einzigen Zeugen. Ronald Porter wird im Mordfall von Sandra Swick wegen Totschlags verurteilt und bekommt eine Gefängnisstrafe von 28 Jahren. In den anderen Fällen behauptet er weiterhin, unschuldig zu sein.